So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Highlight-Kanal. Natürlich wieder Find the Pro. Ganz kurz nochmal vorab. Ich habe mich leider in den letzten Tagen sehr triggern lassen von den TikTok-Kommentaren. Aber eine Sache habe ich daraus gelernt, Chat. Und auch die Leute, die sich das Video jetzt angucken. Jeder, der ein bisschen Ahnung von Fußball hat, der sich ein bisschen in diesem Game auskennt, der weiß, dass ich einfach nur meine Meinung sage. Und es ist scheißegal, wo ich jetzt gerade spiele. Das interessiert niemanden. Ich reagiere einfach nur auf diese Folge. Dafür sind wir Streamer da. Dass wir auf eine Folge oder auf ein YouTube-Video reagieren. Wem es passt, passt es. Wem es nicht passt, ganz einfach. Ganz einfach. Ich lege nicht mehr Wert auf diese behinderten Kommentare, ja, die ich da sehe. Ich fokussiere mich jetzt auf diejenigen, die diese Reaction sehen wollen, denen es Spaß macht. Und ich bin einfach ich. Ich sage einfach meine Meinung. Ich sage es ehrlich. Und wenn dann kommt, nein, niemals, dann kommt es. Ganz einfach. Dann kommt es. Ganz einfach. Und ihr wisst ja, wie ich das Wort behindert meinte. Ihr wisst ja, dass ich meine, dass die Kommentare, wenn da welche mich beleidigen oder als Meme benutzen oder keine Ahnung was. Macht ruhig weiter. Ich werde mich nicht mehr auf euch fokussieren, sondern auf diejenigen, die Lust auf diesen Stream haben, die Lust auf dieses Video haben. Auch einfach nur auf meine Meinung und einfach nur so, wie ich denke, über diese fußballerische Qualität, was ich da sehe. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich in der Kreisliga spiele oder selbst wenn ich jetzt in der Bundesliga spielen würde. Es ist scheißegal. Okay, ich wünsche euch jetzt viel Spaß, Leute. Und ich spiele mit Stolz in der Kreisliga bei Delay Sports. Mit Liebe. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich spiele da nicht mehr, weil ich Geld verdienen will, sondern einfach nur, weil ich noch Spaß am Kicken haben möchte. Das ist alles, okay? Jetzt wünsche ich euch viel Spaß, Männer. Wir gehen rein. Find the Pro. Wer ist der Profispieler? Special Edition. Das heißt, ich weiß nicht, was für eine Edition das ist. Ich muss sagen, ich persönlich, Chat, finde die, dieses Format, wenn wir den Besten raussuchen, besser als letzte Woche den Schlechten, aber war auch gut. Aber wir gehen mal rein, wir gucken uns an, wie es läuft und let's go. Du bist der eigentlich, der am lautesten gebellt hat, aber du bist auch der, der mit am wenigsten gezeigt hat. Gute Bälle, Männer. Oh. Wir kennen doch die Jungs. Die Jungs kennen wir doch schon, die haben alle schon mal mitgemacht, ne? Oder? Die haben doch alle schon mitgemacht, richtig? Ach, das ist die Special Edition, dass alle... Okay. Okay. Okay, aber wir hören uns erstmal einfach mal an. Schön, dass wir auch wieder eine große Halle haben, große Tore. Freunde, neues YouTube-Video. Heute eine Special Edition, denn es sind wieder 20 Folgen rum. Das heißt, wir haben einige Teilnehmer aus den alten Folgen eingeladen. Es geht darum heute, wer der beste Spieler ist. Und der beste Spieler wird, wie bei der Folge mit Giuliano und Steven, blende ich euch jetzt eben hier ein, belohnt mit einem garantierten Probe. Oh, Digga, wie laut klatsche ich, ja, sorry. Es geht los. Ich freue mich. Es geht los. Der beste Spieler wird belohnt mit entweder, glaube ich, war das 10.000 Euro. Oder, ich kann auch ein bisschen, natürlich mache ich ein bisschen lauter. Oder, einem Probetraining. Jetzt mal ganz kurz erstmal. Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Wer von euch würde 10.000 nehmen und wer von euch würde das Training nehmen? Seid bitte aber ehrlich. Seid bitte ehrlich. Aber oh, okay. Ich glaube. okay. Das sieht sehr, sehr, sehr stark aus nach Massari. Nach Para. Training. Aber guck mal, einer schreibt 10.000 bin 24. Warum schreibt er das? Weil er denkt, 24 schwierig, noch Profi zu werden. Steven kriegt sein Training schon Ende Januar. Der Gewinner heute auch Ende Januar schon mit dabei. Beim garantierten Probetraining ist, glaube ich, eine richtig geile Edition. Im neuen Jahr wäre es cool, wenn wir die 300.000 Abos voll machen. Das sind nicht mehr viele. Jetzt will ich auch nicht allzu viel labern. Kommen wir direkt zur Juryvorstellung. Freunde, falls ihr auch mal bei Find the Pro mitmachen wollt, blende ich euch hier den Broadcast-Channel hier auf Instagram ein. Gerne reinkommen in den Channel. Da gibt es alle Infos zu den nächsten Folgen, die wir in den kommenden Wochen drehen. Und natürlich auch, wie ihr euch bewerben könnt. Ey, Digga, das kann was werden. Chat, hört mal auf, ja. Was schreibt die da alle, ja? Ey, das ist so geisteskrank. Naja, ich würde 10.000 nehmen, weil ich ja nicht mehr
Profi werden will. Ich spiele ja nur noch aus Spaß. Ich will gar nicht mehr Profi werden. Ich will es gar nicht mehr. Meine Beine sind auch im Arsch. Ich weiß nicht, wer heute von euch bei Instagram meine Story gesehen hat. Digga, ich habe so viele Narben an meinen Knien. Ich will gar nicht mehr. Könnt. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Dia, Fußball. Nein, Lautstärke passt so, oder? Content Creator. Und ich kann gar nicht mehr und ich will auch gar nicht mehr. Richtig gesagt, Lirion. Und Spieler auch von Delay Sports. Und hier geht's weiter. Vorab an die Jury. Falls wieder TikTok-Clips entstehen. Vorab, ich möchte, dass niemand das falsch versteht. Ich sage nur meine Meinung. Und wenn ich eine andere Meinung habe als jemand in der Jury, dann bitte nimmt es nicht hart auf oder irgendwie sowas. Ja, einfach nur vorab. Ich möchte das einfach klarstellen. Für jeden, der in der Jury ist. Gleich weiter. So, mein Lieben, mein Name ist Agit Kabayel. Ja, aktuell noch Europameister im Schwergewicht. Profiboxer. Sehr stark gekämpft. Sehr, sehr stark gekämpft. Der hat auch gewonnen jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen oder so. Hat einfach ein Bild gemacht mit Cristiano und Conor McGregor. Digga, geisteskrank. Und ja, ich gucke mir die Jungs heute genau an. Was geht ab, meine Freunde? Ich bin Ferdo Fizim. Ich bin Künstler, Musiker und ja, bin froh, auch hier dabei zu sein und ja, gebe ich mal weiter. Ja, Kevin Reuter, Spielerberater 110 Sportmanagement. Bin ja jetzt nicht mal das erste Mal dabei. Ich muss sagen, Kevin, den kennen wir jetzt auch schon von den anderen Folgen-Chat. Beim letzten Mal, also bei der letzten Folge, wo der Schlechteste rauskommen soll, muss ich ehrlich sagen, ich finde, er hat gute Calls gemacht. Ich sag ehrlich, ich finde, beim letzten Mal hat er gute Calls gemacht. Doch. Beim letzten Mal, bei der letzten Folge, hat er wirklich gute Calls gemacht. Wirklich. Kurz vorstellen ist nicht nötig, aber immer gerne. Jubiläumsfolge sowieso. Wir sind sehr gespannt, welches Niveau heute da ist. Ja, Freunde, ihr habt es mitbekommen. Jubiläumsfolge ist natürlich immer was ganz Besonderes. Eure Kommentare sind so... Das ist, ich schwöre... Eure Kommentare macht das Ganze auf ein ganz anderes Level, wisst ihr, wa? Ich kann nicht, Digga, ich hab Angst, dass irgendwas passiert. Das wird wieder, das werden safe wieder TikTok-Clips, ja? Oh mein Gott, Digga. Ach, was ihr schreibt, Digga. Freue ich mich auch immer richtig drauf. Heute auch nicht nur ein garantiertes Probetraining, sondern Kev hat, glaube ich, auch was mitgebracht. Ja, Dia, richtig. Hier ist ein Vertrag. Für denjenigen, der das heute gewinnen wird, der bekommt eine garantierte Zusammenarbeit mit mir. Dann wird er mal intensiv betreut und versucht. Meinung dazu? Meinung dazu? Versuchen, ihn dorthin zu bringen, wo er gerne hin möchte, wo er auch aus unserer Sicht dann in dem Fall hingehört. Ist, glaube ich, auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Doch, also wenn er sich wirklich richtig drum kümmert und ihn versucht irgendwie weiterzubringen, ist schon geil, Digga. Ist schon cool, Jungs. Ich bin ehrlich, ist schon stark. Weil auch einige Fußballer hier auf jeden Fall, ja, ohne... Ey, Mods, bitte, ihr müsst arbeiten. Wenn ihr da irgendwas seht im Chat, ihr müsst arbeiten. Betreuung gerade rumlaufen, auch keinen Verein haben. Ist, glaube ich, eine richtig coole Chance, heute sich zu präsentieren. Noch zu meinen anderen beiden Jury-Kollegen. Erstmal Agit, frisch aus Saudi-Arabien hier hingekommen. Für die Leute, die den Kampf nicht gesehen haben. Genau. Das war auf jeden Fall ein Spektakel. Also der Mann hat eben ein Bild mit Ronaldo noch gemacht. Das stimmt. Wie war das Gefühl, sag mal ehrlich? Mit Ronaldo? Oder? Nee, der Kampf. Erstmal der Kampf und dann vielleicht beides. Kampf war, wie gesagt, es war so, irgendwann ist man drin. War jetzt mein 24. Profikampf. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben gewonnen. Der Wurm, Dankeschön für den Prime. Und das zählt, weißt du? Alles andere ist Nebensache. Und Ronaldo hat sich dann nicht mehr gejuckt. Ja, was heißt, warum nicht? Mit dem Goat ein Bild zu machen? Ist immer so, weißt du, Ronaldo, wir sind Ronaldo-Supporter. Ronaldo oder Messi? Kurze Antwort. Brauchst du keine Antwort, guck auf mein Instagram. Okay. Ja, noch ganz kurz zu Ferro. Ja. Bruder, ich habe bei dir geguckt, ich auf jeden Fall die Musik gefühlt seit Tag 1 gefeiert. Größter Hit, ja. Puerto Rico? Puerto Rico, ja, ist der größte Hit gewesen. Ne? Für die Leute, die es irgendwie am Leben... Hat Ferro irgendwas mit Fußball zu tun oder hat der mal Fußball gezockt? Wisst ihr das? Also hat der Mann so eine Vergangenheit mit Fußball, so wie, keine Ahnung, Mero oder Enno oder zum Beispiel Pietro Lombardi? Nee, hat nicht. Bulli-Jugend, ehrlich? Eben vorbeigelaufen. Tobi, danke schön für 2 Monate. Über 42 Millionen. Wir sind auf jeden Fall mehrmals Gold gegangen. Also wir sind mit Jaja Gold gegangen. Puerto Rico ist Gold, wie im Traum ist Gold. Deswegen sind es ganz gut gegangen. Wir haben lange Pause gemacht gehabt. Wir geben jetzt wieder Gas, ne?
sind wieder mit der Musik am Start und ja, machen das Beste daraus. Sehr cool. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall ja, eine richtig cool gemixte Jury. Agi kann sich alles rund um das Thema Fitness genauestens angucken. Hast du ja letztens bei der Casey-Folge auch noch mit Casey zusammen die Folge geguckt. Genau. Hast auch direkt gesagt, ey, der ist aus der Puste so. Das weiß ich noch. Ferro kann auch. Wir haben trotzdem den falschen erwischt. Ja, trotzdem, weil kann ja nicht mal funktionieren. Bei Ferro ist das so, der kann auf jeden Fall viele Punkte zum Thema Erfolg noch mitgeben. Sag cool, vielen, vielen Dank für deinen Prime. Kuss, 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 Liebe geht raus. Glaube ich auch noch richtig, richtig geile ja, Adit. Sache. Und Kev, brauche ich nicht drüber reden. Urgestein mittlerweile in der Folge. Wollen auch nicht ganz so viel labern. Kommen wir direkt jetzt auch mal zur Spielervorstellung. Ah, hallo, Digga. Mein Name ist Abdul. Bin 18 Jahre alt. Meine Position Stürmer links vorne, rechts vorne, Zehner auch. Ich war da bei der Folge 18 dabei. Ich hatte den Verein FC Levanti. FC Levanti auf die 1 natürlich. Sympathisch. Sympathisch, ich schwöre. Ich finde, ich mag sowas. Wenn er selber so das sagt, ja. Chat, wir müssen auch ein bisschen Respekt haben. Halt macht mich auf jeden Fall besser. Ich nehme heute die Leute an die Leine, weil ich der Kapitän bin. Ah! Nein, niemals. Alter, ihr seid so schlimm, Digga. Hallo, ich bin Faris. Wir lassen uns von etwas Besserem belehren. Ich bin 23. Ist sowieso TikTok, ist schon safe. Ist schon safe. Der erste TikTok ist raus. Der erste TikTok ist raus. Ich spiele auf der 8 und 10 und rechts außen. Meine Folge ist unbekannt, da mein Paket verloren wurde, aber... Was? Wie ist ein Paket verloren? Ach, er hat eine Folge mitgemacht? Also er war bei den Spielen dabei, das weiß ich. Hat er auch das Tor gemacht? Von der Mittellinie? Aber was meint er mit Paket? Das verarsche? Aber der Junge ist gut, ne? Um mich nochmal zu beweisen. Sieht clean aus. Sieht wie Street-Fußball aus. Fahr das. Hallo, ich bin Ben Friesen, ich bin 20 Jahre alt. Ich war in der Folge 14 dabei, bin Flügelspieler und Achter, habe mich damals als Spieler von KR Reykjavik aus der ersten isländischen Liga ausgegeben. Bin froh, hier dabei zu sein. Sehr interessante Story. Und weil ich gerade Story sage, Chat, abwarten. Dazu kommen wir noch, da wird noch was auf euch zukommen. Ich bin mal gespannt. Hi, mein Name ist Mehmet Can Çenocak. Ihr könnt mich auch Memo nennen. Ich bin 21 Jahre alt. Memo war auch starker Spieler. Ich bin Zehner, habe mich bei der Folge 17 als Schalke U19-Spieler vorgestellt und werde die Jungs ein bisschen Fußball beibringen. Ich bin sehr gespannt. Pipo, danke schön für den Verschenken, mein Bruder. Hallo, ich bin Ibrahim, ich bin 18 Jahre alt. Ich habe in Nummer 5 teilgenommen als Energie Cottbus Spieler und bin Mittelstürmer. Ich habe 7 Stunden Weg hinter mir und definitiv Bock jetzt zu zerreißen und nicht, dass diese 7 Stunden umsonst weggehen. Hi, ich bin der Doni. Ich bin 24. Doni, auch dabei. Digga, alles bekannte Gesichter. Gerald, ich war bei der Folge 17 dabei. Schnellster Mann in Bayern war das, oder, glaube ich? Bin Achter, Zehner, hängende Spitze und mein Verein war FC Fulham. Und ich glaube, heute geht's richtig rund mit den Jungs. Ich heiße Lozan Bosmas, bin 23 Jahre alt. War in der Folge 19 mit dabei und habe mich als schwedischer U21-Spieler genannt. Und ich bin auf jeden Fall heute da um die vordere Reihe. Schön nacheinander. nach Hause zu schicken. Bruder, er muss abliefern. Lausanne, ich sage dir schon mal was. Ich küsse dein Herz, Justin, Bruder, reicht, Habibi, brauchst du nicht. Ich küsse dein Herz, Bruder, brauchst du nicht, wirklich. Ich danke dir, Habibi. Vielen, vielen Dank. Jungs, wenn er nicht abliefert, Lausanne, wunder dich nicht, wenn was von mir kommt. Wunder dich nicht, wenn was von mir kommt.
Tut mir leid, mein Bruderherz. Ich sag dir ehrlich, da muss dann was kommen von mir. Da muss was kommen. Er sagt nacheinander die vordere Reihe. Bin ich mal gespannt. Mein Name ist Amir Amadi, ein altbekanntes Gesicht. Sympathisch, Amir, sympathisch. Freue mich heute dabei zu sein für eine zweite Chance. Bei der letzten Folge konnte ich leider nicht performen aus gewissen Gründen. Heute bin ich da, um mich mit den Jungs wieder zu messen. Und auch guter Fußballer. Amir, cooler Typ, safe. N.I., Dankeschön für den Verschenken. Kuss, kuss, kuss. Boah, stark. Boah, ordentlich Feuer hier drin. Also die Jungs sind auf jeden Fall sehr giftig. Schon einige Ansagen rausgehauen. Ich glaube, gibt ja im Kampfsport ein sehr, sehr prominentes Beispiel, der immer sehr krasse Ansagen gemacht hat. Gab eine Phase, in der der auch alles durchgezogen hat, seine Ansagen, auch ein paar Jungs K.O. gehauen. Das wirkt dann selbstbewusst und stark, ja, aber wenn man Ansagen macht und dann... Prediction von euch, Chat, was sagt ihr? Wer holt es? Prediction von euch? Fares, Fares, Amir, Fares, Amir, Memo. Also ich habe sehr viel Amir, Memo und Fares gesehen. Dann auf die Schnauze bekommt, dann wirkt es lächerlich. Deswegen sind wir sehr gespannt. Also es kann am Ende nur einer gewinnen. Wir haben 3, 4, 5 Ansagen gehört. Bin sehr gespannt, wie viel Feuer hier gleich auch auf dem Platz sein wird. Ja, die Ansagen, die ihr da gebracht habt, wecken große Erwartungshaltung. Ja, wir dürfen, glaube ich... Bruder, ich schwöre, dieses, weil es letztes Mal auch so war, ich weiß, ey, beschwert euch nicht, wie oft ich stoppe. Es ist bei mir bei meiner Reaction so. Es wird lange dauern, ich sag jetzt schon mal. Es wird lange dauern. Ich sage euch, wer bellt, muss auch zubeißen. Wenn du nicht bellst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn da was zurückkommt. Gegenwind. Ist einfach so. Das ist ein Fakt. Ist so. Ich bin sehr gespannt sein, wie die Giftigkeit sich auf den Platz auswirkt. Das ist auf jeden Fall aber für Jungs vorsichtig sein, ne? Nicht verletzen oder so. Ne? Nicht, dass sie auf einmal hier jemand sich verletzt oder so. Overpaced. Aber bei der ersten Challenge kann man sich, glaube ich, nicht verletzen. Oder sollte man sich am besten nicht verletzen. Die Jungs sind warm, haben sich gedehnt, sind ready. Erste Challenge, das, was ihr feiert, was ich auch feiere und was ich immer wieder in den Kommentaren lese, Five-Shot-Challenge, haben wir richtig viel Action dabei. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch auf das große Comeback von Abdul bei der Five-Shot-Challenge, denn der startet jetzt. Freunde, kurze Werbeunterbrechung. Ihr seht schon, wir sitzen hier in einem Restaurant bei meinem Bruder Omar zu Besuch. 3 Hs heißt... Laufen lassen, Hack geben. Laufen lassen, Hack geben. Nein, ich skippe nicht die Werbung. Die Burgerkette, wirklich überragende Burger. Ich bin Dorf damit. Gerne. 3 Hs, hier geile Burger. Das ist eine coole Franchise-Möglichkeit. Genau, also wie du weißt, ja, nicht jeder kann mit Fußball erfolgreich oder auch Fußballprofi werden. Das wollten wir alle. Es gibt auch andere Bereiche. Wir bieten an und begleiten die Leute vom Gewerbeschein bis zum erfolgreichen Unternehmer. Wir bieten das 3 Hs. Oh, Zug geskippt. Nein, aber 3 Hs auf dem Schirm haben. Ich kenne den Burgerladen. Ist wirklich ein geiler Burgerladen. Also ist auch eine geile Integration. Gerne da auch auf jeden Fall abchecken. Ab, du bist ready? Okay, wir gehen rein. Jani, wir suchen den besten... Habe ich Integration gesagt? Egal, passt auch. Den besten Spieler aus dieser Folge. Den besten Spieler aus dieser Folge. Wenn du ready bist, kannst du starten. Gut. Was machen wir so jetzt mit Ablauf? Jetzt steht der richtig. Er hat das Format richtig verstanden. Also mythisch. Ruhe in Person, ne? El Capitano. 2 von 2, gut, Abdul. Also, guck mal. Was ich direkt sagen kann, ist: erstmal, er gibt sich richtig Mühe. Man sieht, er will unbedingt. Er will den Leuten was beweisen. Ich sag euch ehrlich. Nein, 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 wartet. Man sieht sofort, er ist konzentriert. Er will den Leuten was beweisen. Aber du siehst einfach, dass das... Und da mache ich ihn auch gar nicht fertig. Aber du siehst einfach, dass das nicht fußballerisch... Das ist nicht so dieses... Wie er sein Bein auch hinterher so schwingt. Ihr seht das sofort. Wie er den Ball führt, wie seine Haltung ist. El Capitano. 2 von 2, gut, Abdul. Ich rechne ihn das hoch an, dass er will, und man sieht das auch.
Abdul, ich kenne ihn das so. 5 von 5 wären jetzt ein Statement an die Jungs. Das wäre ein richtiges Statement. Ui, aber was mit dem Zwischenschritt so? Will er den Kunsträumen kaputt machen? Warte, jetzt pass mal auf. Sag mal seine Annahme. Oh. Nimm nochmal mit, genau. Und jetzt nagel ihn rein. Ui! Der hat Feuer, Mann. Statement. Der hat Feuer. Braucht man nichts so. Hat er wieder das mit dem Dings da gemacht? Mit dem. Bruder, lass das. Lass das, Bruder. Warum macht er das jedes Mal? Nimm nochmal mit, genau. Keine gute Annahme, aber guter Abschluss. Ich sag euch ehrlich, das ist ein Ablauf, also so ein Durchgang. Er will unbedingt, er gibt sich Mühe und er will auch zeigen, aber du weißt, es wird nicht hoch reichen. Wisst ihr, was ich meine? Du siehst, er will, er gibt sich Mühe, er trifft die Dinge auch, aber du weißt einfach, wenn du das siehst, es wird nicht für höher reichen. Egal ob 5 von 5. Sag ich ja, er hat es gut, also er hat es so für seine Verhältnisse gut gemacht. Aber er wurde nicht, es liegt nicht in meiner Macht oder in meinem Dings dazu sagen, dass er kein Talent hat, aber da fehlt was, das seht ihr ja selber. Das seht ihr ja. Bruder, Justin ist nicht so, sei mal ehrlich. Ja, das ist halt nicht bei weitem nicht alles, dass man halt Bälle von 15 Meter reinmacht. Genau. Es sieht nicht so flüssig aus, sehr gut gesagt, Joel, ja. Muss man ehrlich sagen. Und jetzt nagel ihn rein. Ui. And I, danke schön nochmal für den Verschenken. Kuss. Der hat Feuer, Mann. Statement. Der hat Feuer. Braucht man nichts so. Da gibt's nichts zu sagen. 5 von 5 ist eine Ansage. Ich freue mich auf Fares, muss ich sagen. Ja, aber es geht doch nicht darum. Es geht doch darum, zu sehen, wer der Beste ist. Es geht ja darum, zu sehen, wer das Potenzial hat. Wenn du einen von denen wirklich in die Regionalliga schickst, ja, zu einem Probetraining. Stellt euch mal jetzt Real Talk vor, ohne diesen Jungen schlecht zu stellen. Ey, der will, er macht, er hat 5 von 5 gemacht, aber stellt euch mal vor, der Junge spielt bei der Regionalliga mit, Probetraining. Jetzt mal ernsthaft. Stellt euch das mal vor. Bruder, er würde da Grund und Boden, also der würde auseinandergenommen werden. Ich schwör's euch. Das klingt so hart, wenn ich das sage. Es klingt so hart, wahrscheinlich würden die mich auch auseinandernehmen. Ja, bevor jetzt wieder irgendjemand bei TikTok sagt, ja, du spielst auch Kreisliga. Ja, dann nehmen die mich auch auseinander, kein Problem. Geh ich mit. Sagen, einer meiner Top-Favoriten. Aber ihr wisst, die hier zuschauen, dass ich recht habe. Favoriten heute. Hat bei den Spielen geperformt. Fares, wenn du ready bist, kannst du starten. Ja. Ob ihr mir glaubt oder nicht, ich schwöre, alleine wie Fares läuft, ihr werdet mich für dumm halten. Alleine wie Fares läuft, mich auf Fares, muss ich sagen. Einer meiner Top-Favoriten heute. Hat bei den Spielen geperformt, Fares. Justin, du machst extra Tor für mich. Habibi, mach mal Bundesliga-Tor für mich. Mach mal was für mich. Jubel oder so. Stark. Alleine, wie der Junge anläuft, ich schwöre, man. Wenn du ready bist, kannst du starten. Das ist ganz anderer Ablauf. Ganz anderer Ablauf. Ja, schau mal. Ja, schön. Guck mal. So wie die Ballführung, die Ballbehandlung. Ja. Das ist gut. Seriös. Schön erstmal die Schokoladenseite. Schön ins Kurzeck. Genau da. Sehr gut, Fares. Mit rechts habe ich ihn. Soll ich, also, ohne Worte, oder? Das sieht man sofort, also sorry. Schusstechnik, Schusshaltung. Seriös. Schön erstmal die Schokoladenseite. Schön ins Kurzeck. Genau dahin. Sehr gut, Fares. Mit rechts habe ich ihn noch nie schießen sehen. Digga, egal ob Regio oder nicht, da sieht man einfach, dass sein Bewegungsablauf, dass seine Art und Weise, wie er zum Ball läuft, die Körperhaltung ganz anders ist, als er davor. Ja. Besser ist. Oh, jetzt mit rechts. Wollte er nicht. Oh ja! Gut genommen noch, aber wollte er nicht. Keine gute Annahme. Er wollte den Ball eigentlich auf links haben. 100%. Aber er hat ihn ein bisschen falsch angenommen. Aber trotzdem noch das Beste draus gemacht. Guter Abschluss trotzdem.
Er wollte den nicht auf rechts haben, denke ich. Jetzt mit rechts. Oh ja! Der sollte dahin. War schön. Trotzdem war schön gemacht. Steißbein. Aber der Schuss war gut. Er ist ja schon in der Regionalliga. Benny, ich mag auf jeden Fall sein. Benny, Innenverteidiger, ne, Benny? Ablauf beim Elfmeter. Zwei Schritte nach links. Sehr schön. Schön. Das war gut geschossen. Kleiner Hüpfer noch. Man merkt schon, ne, bei den einzigen Einzelnen. Aber heute muss ich sagen, keiner macht mehr so Faxen. Ich glaube, dass die wissen, dass diese Folge denen ein Probetraining verschafft oder das Geld, dann nehmen die es auch richtig ernst. Wisst ihr, was ich meine? Da sieht man auf einmal, keiner macht diese Faxen oder irgendwie irgendwas. Situation, da ist keiner bereit. Das siehst du sofort. Halt irgendwie Schnörkel oder so. Das ist aber gut. Sehr schön, wenn du. Clean. Clean platziert in die rechte untere Ecke. Sehr gut. So genau das auch, um was es geht. Tore machen. Ja. Oh. 4 von 4. Reicht auch gut. Also Messlatte. Ja, das müssen wir einmal machen. Er muss er noch machen. Schöner Touch jetzt. Okay, schade. Okay, der letzte war schwach, aber sonst ein Top-Durchgang. Elfmeter platziert und mit Kraft. Beide Schüsse platziert. Außer letzte, sonst eigentlich echt gut. Aber der Abwurf war auch Quatsch. Ja, muss ich euch recht geben. Aber alles okay. Der Lieblingsspieler von Prinz Boateng. Zeig, was in dir steckt, mein Freund. Memo, oh, bin ich auch gespannt. Ah, schlecht geschossen. Schwach geschossen, aber okay, weiter. Wichtig jetzt, gerade wenn du weißt, es geht um etwas, scheiß mal drauf. Egal, Elfmeter kann jeder verschießen. Hat auch Ronaldo verschossen, hat jeder verschossen. Aber das war gerade zu wenig. Boah, der hat so gute Beine. Das hat er gut gemacht. Den hat er immer im Fuß gehabt. Bewegung. Hat auch gemerkt, alle anderen haben bis jetzt geschossen, der Torwart ist drauf eingestellt. Gute Bewegung. Also sauber. Boah. Auch gut geschossen. Stark. Ich mag diese Schusstechnik. Ich mag diese Schusstechnik. Dieses, warte mal. Hat er immer im Fuß gehabt. Hat auch gemerkt, alle anderen haben bis jetzt geschossen, der Torwart ist drauf eingestellt. Also sauber. Ich glaube, der hat auch auf Großfeld einen guten Schuss. Stark. Okay, geht auch okay mit links. Aber trotzdem, aber auch schon. Einmal noch? Rechts. Aber du einen Schuss mit dem linken, ne? Ja. Annahme, ich finde immer Annahme ist so wichtig. So gut. Guter Abwurf. Schöne Annahme. Ah, schade. Ach, die rutschen alle aus, das nervt mich. Bruder, ich glaube heute irgendwas ist mit dem Rasen. Ibra. Sag irgendwas ist mit dem Rasen. Der in der Folge von Imad und Kova. Das war die beste Annahme bis jetzt. Ganz, ganz gechillt und einer, der Ahnung vom Fußball hat und auch Qualität hat und Technik, der wird den Ball auch genau so annehmen. Einfach gechillt mit der Innenseite nach vorne legen, bupp, Abschluss. Und ein bisschen zu kurz weggekommen ist. Heute ist deine Bühne, mein Freund. Heute kannst du zeigen, was in dir steckt. Schon. Gut. Gehen wir mal clean. Also Elfmeter kannst du nicht schießen lassen, das ist keine Frage. Aber sehr viel Power dahinter. Ah, toll. Ja, da merkt man, dass er viel... Elfmeter kannst du nicht schießen lassen, das ist keine Frage. Das ist mir zu... Also, nee, guck mal. Das ist mir zu so, Bruder, lauf mit Tempo an. Lauf mit Tempo an. Ja. Mach Übersteiger. Verkack den Übersteiger. Kein Problem. Lauf mit Tempo an. Mach den Übersteiger. Verkack den Übersteiger. Kein Problem. Aber das ist so locker anlaufen. Ja, es ist zu wenig. Bisschen verkrampft auch, muss ich sagen. Undynamisch, ja. Die Power dahinter. Aber egal, weiter. Merkt man, dass er 4 Monate den Ball nicht am Ball hat, also am Fuß hatte, weißt du? Kannst einfach nicht aufhören. Diese 4 Monate sprechen sich 2 Jahre nach. Aber guter Schuss. Oh, gut geschossen. Aber auch schön. Und den macht er stark. Die Leute schlafen, ich würde einfach mal selber schläft. Weil Fähigkeiten sind ja da. Der Junge hat Power, der hat Dynamik. So, der bisschen wundert mich das ja auch. Ich glaube, der will mehr Richtung MMA machen, hat er zumindest in der letzten Folge gesagt. Der will mehr Richtung Kampfsport machen. Ist ja auch noch jung, 18 Jahre alt. Okay.
Okay. Besser. Da muss er nicht. Am Torhüter, die Abschläge nerven mich. Die Abschläge nerven mich, Bruder. Mach doch mal ein bisschen mal mit. Bisschen mit. Bisschen stärker. Safe, Khan. Besser. Da wusste er nicht, Oberschenkel, Bauch. Schwer. Also da war Fares auf jeden Fall besser. Da war, nee, das ist mir zu wenig. Ja, der zweite Kontakt war auch nicht gut vorbereitet. Also, muss ich auch, da gebe ich Kevin plus eins. Ich muss eine Sache sagen. Ibra, bei dir merkt man, Bruder, ja, dass du vier Monate keinen Ball am Satz. Okay, Doni. Doni! Oh. Okay. Keep up. Erst 1 gegen 1. Erst 1 gegen 1. Ja, alles gut. Nimm Tempo. Okay, kann man nichts sagen. Da kannst du nichts sagen. Versuch Tempo aufzunehmen, eingeschoben, da kannst du nichts sagen. Dann lieber so. Dann wirklich lieber so. Da machst du dich nicht zum Affen. Da machst du nicht irgendwie einen Trick, der irgendwie nicht klappen könnte. Dann lieber so. Top. Den macht er gut. Gut, Mann. Starken Schuss, hat einen starken Schuss. Power hat er. Auf jeden Fall ein Bums. Aber das ist auch genau er, weißt du? Er kommt über seine Power, seine Kraft. Stark. Links stark. Links, beidfüßig stark. Souverän, ne? Ja, mit links, war rechts. Alle waren also drin. Links hat mir auch gefallen. Ava? Ava war drin, rechts, links. Ja, alle waren drin. 4 von 4 stark. Ey! Jetzt nochmal. Was ist das für ein Abschlag, ja? Du hast nicht gesehen, Herz, Bruder. Was ist das für ein Abschlag, Bruder? Da kann man dann gar nicht sehen, wisst ihr? Ich finde es unfair auch den anderen gegenüber. Manchmal kommt hoch, manchmal kommt nicht hoch. 5 von 5. Ja, links, rechts. Alle waren jetzt drin. Ava? Ja, zum Kontrollieren sind die Abschläge nicht gut. Drin, rechts, links. Ja, alle waren drin. 4 von 4, stark. Was ist das, Bruder? Jetzt nochmal. Er hat das Beste draus gemacht. 5 von 5. Er hat das Beste draus gemacht. Sagen. Aber kann ich jetzt auch nichts sagen. Losan, innerhalb von einer Woche Linksfuß geworden. Mann, Losan, hör auf, Bruder, ja. Nimm doch die Chance wahr, ja. Ich bin immer der Meinung so, ey, wenn man viel redet, nimm doch die Chance wahr. Nimm die Chance wahr und zeig es allen. Das kann ja dann nur Panenka. Rabona werden. Und zeig, was du kannst, Junge. Lass dich überraschen, Hacke. War klar, Digga. Wow. Ja, was soll ich sagen? Das habe ich gesehen. Er ist 1 gegen 1 und Kamera hält. Ich finde immer, Leute denken immer, wenn man Rabona kann, man ist so krass oder sowas. Aber das ist für mich Quatsch. Ich schwöre, das ist für mich kein richtiger Fußball. Also um Gottes Willen, ich werde nichts gegen... Ja. Bevor es jetzt wieder rüberkommt, als ob ich jetzt was gegen Sydney sage, Digga. Bei Sydneys Rabona ist noch was ganz anderes. Ja. Ja, bevor wieder jetzt irgendwas kommt. Sydneys Rabona ist was anderes, Digga. Weil Sydney benutzt seinen Rabona als seinen linken Fuß. Weil Sydney hat nicht einen guten Linken und dafür nimmt er einen Rabona und sein Rabona ist besser als der Linker. Ja. Aber meinst du, das ist immer auf dem Zugriff? Ja, stimmt. Ah, zu viel. Los an! Das war aber sogar nicht mal. Also. Es war nicht mal, Bruder, Sydney sagt selber, sein Rabona ist besser als sein Linker. Ich schwöre. Sydney sagt selber, sein Rabona ist besser als sein Linker. Weiß ich, warum soll ich denn sonst sowas sagen? Ich sag ehrlich, der war trotzdem nice. Obwohl der Ablauf mir nicht gefallen hat. Der Ablauf hat mir nicht gefallen, aber das letzte war trotzdem gut. Das ist ein frecher Kicker, ne? Das ist ein richtig Straßenkicker. Oh, stark. Er hat einen sehr guten Rechten, ey. Auch stark? Muss man sagen. Ich glaube, der hätte den Elfer nicht so Faxen gemacht. Hat den auch noch reingemacht.
Sein Linker ist halt nicht gut ausgebildet aus der letzten Folge, aber jetzt vielleicht. Okay. Auch okay? Echt okay? Guck mal, Leute denken jetzt, weil ich letztes Mal über irgendwas sowas gesagt habe, ich würde den jetzt irgendwie schlecht reden. Nein, Bruder, wenn du performst, wenn du zeigst, wenn du gute Abschlüsse hast, dann sag ich auch, dass es gut ist. Safe. Man muss sagen, Fitness ist bei den Ziffern, ne? Guter, besserer Abwurf. Ja, ja, alles gut. Aber da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da, Chat, trennt sich die Spreu vom Weizen. Ich sage euch, einer, der stark ist im Fußball und gut ist, wenn der Torhüter ihm 10 Bälle schmeißt, 8 davon nimmt er top an. Weil es ist ganz einfach. Ganz einfach. Das ist ein ganz, ganz, ganz normale Annahme, ganz einfacher Ball. Marley, das denke ich mir auch gerade. Bruder, hat er keinen Bock auf 10.000 Euro? 10.000 Euro oder ein Probetraining? Ach, echt? Okay. Ich muss sagen, Fitness ist bei den Ziffern, ne? Aber es ist halt eine sehr schwache Annahme, eine sehr schwache Annahme. Ja, ja, alles gut. Sehr schwache Annahme. Diese. Das ist halt dann Show, was soll ich sagen? Aber trotzdem hast du so zu viele Harakets gehört. Aber trotzdem war gut. Ferro, ja. Du bist zu viel mit Quaresma unterwegs. Der ist auch ein guter Kicker eigentlich. Ja. So, Armin, bin ich jetzt auch gespannt. Da erwarte ich auch was von dem Bruderherz. Guter Junge, aber der kann auch eigentlich was am Ball. Also ich bin mal gespannt. Sehr guter Fußballer. Ui. Wenn reingeht, okay. Wenn reingeht, keiner sagt was, gut gemacht, weiter. Ganz abgewichst. Was gefällt mir? Wenn du das machst. Und er sieht nicht so aus, als ob es so. Es sieht auch nicht so aus wie. Wie soll ich sagen? So, er will den Torhüter verarschen. Nein, er will einfach Tor machen mit einem Panenka und weiter geht's. Das muss funktionieren. Hopp, sehr gute schnell, Beine haben wir. Sehr schöne Beine. Ja, Maximum ja. Schnell, ne? Schön, schön. Schnelle Beine. Ganz andere Körperspannung als zur letzten. In der letzten ganz andere Spannung. Aber was ist, wo spielt der? Welche Liga spielt er? Ist jetzt noch immer vereinslos gerade. Genau, immer noch vereinslos. Aber der Mann sieht, er macht was. Hm. Der ist immer am Ball. Geil, sie ist angelaufen. Sauber, ey. Gut. Der ist am Ball, als wollte er lang schießen. Ja, das ist nicht. Hat uns rechts, alle verarscht. Oh, sorry, ist ohne Geld diese Folge. Aber Probetraining. Probetraining ist ja auch krass. Probetraining ist ja auch krass. Also ob Probetraining oder 10.000 ist ja eigentlich same, also nicht same, aber Probetraining ist ja auch geil. Und also oder Beratervertrag, da jemandem hilft. Oh, rechts. Meinst du, er macht 5 von 5? Könnte. Links ist jetzt entscheidend. Ah, ja, schön. War aber okay mit links. War trotzdem gut geschossen mit links. Ja. Bitte guten Abschlag, Keeper. Guter, ja. Schöner Touch, Armin. Schön. Also, jawohl, sauber. Von ihm kann noch mehr kommen. Sehr, sehr. Für diesen Ball vom Torhüter, gute Annahme. Für diesen Ball vom Torhüter, gute Annahme. Weil der Ball war wieder nicht gut. Schöner Touch, Armin. Schön. Jawohl, sauber. Von ihm kann noch mehr kommen. Sehr, sehr stark. Guter Durchgang. Durchgang. Ja. Freunde, ich blende euch noch mal eine Statistik ein. So viele Leute gucken die Videos, aber ganz viele folgen nicht. Und auch so viele, das, was ich mich viel mehr gewundert hat, dass ich glaube... Digga, 84%. Leute, folgt mal da. Also wenn ihr die Videos guckt, folgt mal da ruhig rein. Also es ist wirklich geiler Content. Fast 80% der Leute, die Glocke nicht aktiviert haben, also gar nicht so richtig die Infos kriegen, wann die nächsten Folgen oder wann die neueste Folge online ist. Deshalb gerne Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. So Freunde, die Five-Shot-Challenge ist jetzt vorbei. Ja, Kevin, willst du vielleicht mal anfangen, wer dir gefallen hat? Und so, jetzt bin ich mal gespannt, was die Jury sagt. Wenn du vielleicht, gerne. Wen du rauswählen würdest. Also gefallen, muss ich sagen, waren schon sehr, sehr viele. Also bevor ich muss euch ehrlich sagen, mir haben gefallen. Werdet ihr, glaube ich, nicht glauben. Amir, Faris und Doni hat mir auch gefallen. Weil ich mag Spieler, die auch wollen. Die wollen zeigen, die geben Gas. Und Memo, sorry, Memo habe ich vergessen, aber von Memo erwarte ich ein bisschen mehr, weil Memo ist ein sehr guter Spieler. Von Memo erwarte ich ein bisschen mehr.
Ich habe bei ihm eine hohe Messlatte. Und Benny habe ich auch vergessen. Benny war auch stark. Ich fand jetzt Lausanne nicht so stark und Abdul. Levanti, die beiden fand ich jetzt nicht so. Der Fokus gefällt mir. Ja, die Jungs sind heiß. Besonders beeindruckt jetzt am Ende Amir, muss ich sagen. Aber auch Abdul hat ein Statement gesetzt. Also ich definiere eine Vorstellung oder einen Ablauf nicht danach, ob du 5 Tore machst, sondern wenn ich in der Jury sitzen würde, ich würde danach gehen, wer performt auch, ja, aber wen sehe ich wirklich in einem Probetraining bei einer Regionalligamannschaft? So ist meine Denkweise. Natürlich, er muss auch abliefern, er muss auch zeigen, aber trotzdem ist der zweite Gedanke direkt, ey, wird er performen? Wird er in einer Regionalliga performen? Geht er nicht unter? Kann ich ihn mit gutem Gewissen nehmen und sagen, hier, trainier mal bei, stell mal vor, FC Levanti, Abdul trainiert bei Hertha 2 mit, Regionalliga. Trainiert bei Tüguchi mit. Trainiert bei BRK mit. Trainiert bei Alklinike mit. Wisst ihr, was ich meine? Nein. Und so schätze ich das ein oder so bewerte ich das. Also, wie er da die 5 von 5 gemacht hat, sehr fokussiert, hat mich überrascht. Ja, enttäuscht ein bisschen von Ibrahim, weil er, ja, man hat halt gemerkt, die 4 Monate... Stimmt, von Ibrahim war ich auch ein bisschen enttäuscht. Das war ein bisschen zu steif, ein bisschen zu wenig für mich. Die fehlen ihm extrem und das Niveau ist sehr, sehr hoch heute. Da muss man sagen, ist er halt ein bisschen abgefallen. So, das wäre auch der Kandidat, den ich jetzt in der ersten Runde einloggen würde, der es nicht geschafft hat, weiter dabei zu sein. Ja, also wie gesagt, also ich stimme ihm zu, er hat alles Top-Spieler hier, die haben alle sehr gut gespielt, die haben sich bewiesen. Bei Ibrahim war halt das Problem, man hat gemerkt, dass er 4 Monate wirklich nicht den Ball, mit dem Ball wirklich viel gespielt hat. Aber trotz dessen würde ich sagen, ja, ich gehe mit. Auch bei Ibrahim. Naja, wir hatten ja schon mal eine Folge gehabt mit Imad. Den sehe ich in einem Probetraining bei einer Regionalligamannschaft. Wisst ihr, was ich meine? Also es kommen auch Spieler, also es waren schon 1-2 Mal Spieler dabei, die ich bei einer Regionalligamannschaft sehe. Zum Beispiel, welche Position, ich sage euch ganz ehrlich, ein Doni, der so schnell ist, Wenn es ein Training ist, wo die einlaufen, dann machen die Torschuss und dann machen die direkt ein Spiel über das ganze Feld. Ich sage euch, er würde nicht so untergehen, weil er richtig schnell ist. Oder Taha, ich habe den Namen vergessen. Taha ist der... Ich hab's verwechselt. Da muss ich noch von Doni was sehen. Taha zum Beispiel, genau, Taha. Wenn du den reinwerfen würdest, den über die rechte Bahn kommen lassen würdest und den schicken würdest, der würde mit seiner Schnelligkeit, weil Schnelligkeit heutzutage ist brutal wichtig. Aber ich will ihm jetzt nicht die Dings nehmen, ich will ihm jetzt gar nicht den Traum nehmen. Giuliano zum Beispiel, genau, den kann ich auch in der Regionalligamannschaft reinwerfen. Taha ist Regio, siehst du, genau. Oder sonst was, 4 Monate ist eine Zeit, man kann das sofort wieder erst... Imad ist Profi, ich weiß. Ich meine ja, Regionalliga oder drüber. Ein guter Kicker, seine Waden sind da, weißt du was, ich meine, seine Statur ist da. Ich meine, ja, die 4 Monate, wenn er wieder Gas gibt, ist auf jeden Fall wieder drin. Also ja, bei mir auch, wie gesagt, alle Jungs waren bis jetzt sehr, sehr gut. Ne? Also auf jeden Fall machen die bis jetzt sehr, sehr gut. Bei mir ist auch Ibrahim eingeloggt, aber ich glaube, Ibrahim hat woanders den Fokus aktuell. Ich glaube, der macht gerade ein bisschen, der ist im Kampfsport. Aha, Bruder, er guckt voll böse, ja. Tut mir voll leid. Ja, aber so ist das, was soll man machen? Aktiv und der ist was auch soll man machen? Man muss ja ehrlich sein. 18-Jährigen übertrieben, also athletisch, sehr, sehr stabil. Bei mir auch, wie gesagt, Armi auf jeden Fall ganz, ganz vorne. Macht er bis jetzt sehr, sehr gut und die anderen Jungs auch. Und ich freue mich auf die nächste Challenge. Deshalb habe ich euch eingeladen, weil ich eine gute Jury-Expertise habe. Ich bin auch echt sehr glücklich über Armi. Weißt du, in der anderen Special-Edition war das so, dass du da so ein bisschen, ja, nicht den Fokus hattest, hatte seine private. Justin, ich schwöre. Gründe, haben wir auch off-cam gesprochen. Lulas, vielen, vielen Dank für den Prime. Leute, Dankeschön für alle, die ein Follow da lassen, alle, die ein Sub hier lassen. Ich küsse eure Herzen, Dankeschön. Wir machen die Reactions, also Dias Format, sehr, sehr Spaß mit euch, wirklich. Es macht sehr Spaß mit euch zu argumentieren, mit euch zu reden. Es ist wirklich sehr, sehr geil.
Es macht sehr, 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 sehr Spaß. Wirklich. Auch wenn es nur einmal die Woche ist, es macht sehr Bock. Dankeschön dafür, wirklich, von ganzem Herzen. Deshalb bist du auch wieder da, weil ich gesagt habe, ey, ich will dem Jungen nochmal eine Chance geben. Du hattest deinen Fokus woanders, heute bist du voll fokussiert und freut mich echt extrem für dich, dass du heute so abliefern kannst. Abdul, auch ein Statement gesetzt, ne? Muss man schon sagen. Aber muss auch sagen. Abdul will einen aufessen, ja. Wir haben auch viele, viele weitere starke Durchgänge gesehen. Also Benny, Fares, Memo, wenn ich da rüber gucke. Ibrahim, halt 4 Monate raus, hast du gerade erzählt. Und das hat man leider Gottes so ein bisschen gesehen. Aber wir wissen, was du kannst. Und Tobi, dankeschön für noch ein Verschenken, Brudi. Mit 18 Jahren ist, glaube ich, noch eine Kampfsportkarriere. Ich glaube, da ist auch dein Fokus so ein bisschen. Ist noch möglich, bei oder? Bei mir war es ja genauso. Ich habe ja selber Fußball gespielt. Mhm. In der Verbandsliga. Ich habe bei Westfalia Herne gespielt. Und mit 15, bei mir war auch der Zug abgefahren, wo ich gesagt habe, ey, Profi sein wird auf jeden Fall mit Fußball nicht mehr. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe ich mich vollgefressen. Bin dann so in Wachstum, Spielpapazität gekommen, bin dann mit 16, 17 zum Boxen gekommen und ja, guck mal, wo ich jetzt stehe. Vielleicht hörst du in 2-3 Jahren auch irgendwie, er rasiert alles im MMA. So ist das, Digga. Wenn sich eine Tür schließt, vertraut auf Gott oder an das, woran ihr glaubt, es kann sich immer eine zweite Tür öffnen. Deshalb sage ich auch immer, mir schreiben so oft junge Baller, die mich fragen, Bilo, was sagst du, hast du Tipps, es läuft gerade nicht und ich wurde aussortiert oder irgendwas. Das Leben geht weiter. Egal wie hart es klingt. Selbst wenn es mit Fußball nicht klappt. Na und? Fußball ist nicht alles im Leben. Wenn ihr alles gegeben habt und euch nichts vorwerfen könnt und es nicht gereicht hat, es wird sich eine zweite Tür öffnen, zu 100%. Ihr müsst einfach dran glauben, ein guter Mensch sein und dann kommt das auch. 100%. 100%. Und hört erst auf, dran zu glauben, wenn es wirklich nicht mehr geht. Guck mal, Nada. Egal, was jetzt da medial von mir gekommen ist und auch was TikTok daraus gemacht hat, guck mal, der Junge, wirklich. Er ist das beste Beispiel. Egal, über was für Wege es passiert ist, ist scheißegal. Interessiert niemanden. Am Ende des Tages, Digga, der steht jetzt vor seinem Profivertrag, hat in der zweiten Liga Einsätze gehabt und ich sage euch, ich war am letzten Spiel im Stadion gewesen, gegen Osnabrück. Und er war der beste Mann gewesen. Ich schwöre, gegen Osnabrück. Er war der Einzige, der versucht hat, der sich den Ball genommen hat und der 1-gegen-1 gegangen ist. Ich schwöre, hat mehr Eier gezeigt als alle anderen. Deshalb, immer weiter Gas geben, immer dran glauben, aber realistisch sein. Aber realistisch sein, das ist das Allerwichtigste auch. Ja? Auch sehr, sehr wichtig. Ihr müsst realistisch sein. Würde ich dir auf jeden Fall gönnen, Ibra. Jetzt mal so nochmal. Wir können danach über Imad sprechen. 100% Justin. Frage noch ganz kurz. Willst du denn Richtung Kampfsport jetzt noch weiter Fokus machen oder jetzt 4 Monate raus gewesen, kein Ball am Fuß, willst du doch lieber Fußball spielen? Ja, also da kann ich definitiv zustimmen. Man merkt auch, dass meine Beine komplett aus sind von diesen 4 Monaten. Man hat kein Ballgefühl mehr. Ja, genau. Ich mache tatsächlich MMA. Voll sympathisch, der Bruder. Voll sympathisch, der Bruder. Hey, derzeit, ich bin in Berlin bei Spitfire vielleicht. Übergeil, Bruder, übergeil. Ich feiere MMA richtig. Richtig geil. Mach weiter so, Digga. Mach weiter so. Sogar in Berlin. Richtig cool. Richtig geil. Wirklich. Inshallah, für ihn nur das Beste. Haben Sie das gehört? Es ist dennoch... Ich kenne das sogar. Ich glaube, wie nennt man das? Sportclub? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe eine Frage bei mir im Kopf noch, ob ich mit Fußball oder mit Kampfsport weitermache, weil es gibt Vereine, die schon Angebote schicken und auch keine schlechten Angebote. Spitfire Gym, okay. Und was MMA angeht, ist bei mir meiner Meinung nach schon Potenzial, auch in MMA weiterzumachen. Übergeil! Klar, Hammer! Was würdest du dir empfehlen? Khabib 2.0. Ich würde empfehlen, eine Sache richtig zu machen, ne? Nicht so halbherzig mal hier zu stehen, da zu stehen. Weißt du, ich meine, du hast eine Sache vergessen, du bist 18 Jahre alt, ne? Du hast jetzt noch alles vor dir. Aber wenn du eine Sache machst, mach sie zu 100% und versuch da Leistung zu bringen und den kompletten Fokus drauf zu setzen, weißt du? Ja, genau, das ist auch der Ziel, in den nächsten 2-3 Monaten mich wirklich 100% zu entscheiden, ob es Kampfsport oder
Richtung Fußball sein wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, mein Lieber. Ja? Dankeschön. Danke sehr. Ja, also ich muss sagen, ich habe es schon ein bisschen erwartet, weil ich wusste... Hä? Ja, die haben ihn doch gar nicht rausgewählt. Hä? Ist er jetzt raus? Er ist raus. Hab ich gar nicht. Haben die es gesagt? Aber die haben alle gesagt, er? Okay. Ich wusste, dass ich, bis ich hierher gekommen bin, wirklich gar keinen Ball angefasst habe. Die Jurys kann ich 100% mitgehen. Die haben recht. Da kann man, glaube ich, da draußen auch niemand dagegen was sagen. Ich finde den Mann super. Weil er einfach realistisch ist und einfach ehrlich zu sich selber. Und das zeigt Riesenklasse. Wie oft haben wir Spieler dabei gehabt, Chat? Wie oft haben wir Spieler dabei gehabt, die nicht... Bruder, ich würde niemals gegen ihn etwas sagen. Niemals. Nie und nie und niemals. Top-Typ, nur das Beste für ihn, ehrlich. Selbsteinschätzung, super. Ja, euch noch viel Spaß beim Zuschauen. Hammer. Hammer. So, Freunde, 7 Teilnehmer haben wir noch dabei. In der nächsten Challenge fliegen gleich 2 raus. Ist das, was wir mal in der Folge 5 gemacht haben. Doppelpassabschluss. Hier ist uns das Passspiel wichtig. Natürlich auch wieder mit Torabschluss. Rechter Fuß, linker Fuß. Und freue mich auf einige Durchgänge jetzt. Abdul, wenn du ready bist, Passspiel wichtig. Okay, wir sind auch ready. Okay, Annahme. Nein, niemals. Tut mir leid. Nein, niemals. Mag noch so hart klingen, tut mir leid. Passspiel wichtig. Okay, wir sind auch ready. Es tut wirklich, sorry. Okay, Annahme. Aber auch schwacher Ball von Armi zurück, muss ich sagen. Oh, wie aggressiv. Er ist wirklich aggressiv, ne? Passspiel darauf achten. Schön. Ja, wenn ich den so auf Straße sehen würde, ich hätte nur noch gedacht, dass er ein Fußballspieler ist. Das ist das Problem. Was? Ey, kein schlechter Call. Krass. Habt ihr gehört, was Fedo gesagt hat? Das passt voll zu ihm. Boah, krass. Fedos Satz. Hört mal jetzt, was er sagt. Ja, wenn ich den so auf der Straße sehen würde, ich hätte nur noch gedacht, dass er ein Fußballspieler ist. Das ist cool. Wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, würde ich niemals glauben, dass er Fußball spielt. Und genau so sehe ich ihn auch. Ihr wisst, was ich damit meine, ne? Ich schwöre, krasser Call, muss ich wirklich sagen. Das ist das Problem, das gibt mir so diesen, kennst du diesen, was aber das, alles das auch wieder. Er will, aber er kann nicht richtig, leider. Ja, das Besondere ja, aber irgendwie. Ich glaube, er meint auch die Bewegungsabläufe und sowas. Schusstor, aber ich finde, dieses Passspiel sieht so erzwungen aus, ne? Genau. Nicht dieses geschmeidige. Unästhetisch. Ja, genau, unästhetisch ist das Richtige. Oh, endlich stark, Jury. Stark von der Jury. Gut gesagt. Keine Ästhetik, nicht smooth. Das ist einfach so auf Krampf. Ich muss. Es ist nicht dieses Ball annehmen. Bap, bap, bap. So dieses Lockere. Dieses Fußballer. Ihr wisst, was ich meine. Aber vergleich jetzt nur das Passspiel mit Fares jetzt zum Beispiel. Ich weiß jetzt schon, dass das ein ganz anderes Passspiel wird. Okay, Fares. Das ist das. Also... Was soll man sagen? Jetzt zum Beispiel. Ich weiß jetzt, was ein ganz sagen? Anderes Passspiel wird. Okay, Fares. Bap, mit links angenommen, Abschluss, Bap. Das ist einfach Fußballer.
Das ist Fußballer. Aber das ist das, das, was ich auch meinte, so diese Ball an und mit. Bisschen schwach gewesen, ja, geht schon ein bisschen stärker auch, aber trotzdem von dem Bewegungsablauf und von Mitnahme und sowas, was soll ich euch sagen? Wisst ihr, was ich meine? Natürlich, die Pässe waren jetzt nicht stark gewesen und so, aber ihr wisst schon, was ich meine. Name, dann auch noch so direkt der Kontakt, der Ball liegt perfekt zum Abschluss. So soll es sein. Aber er macht es halt sehr, sehr flüssig, ne? Cleaner. Er kann es auch besser. Da ist auch noch Luft nach oben, aber es war cleaner. Der Liga-Höchste. Ja. Regionalliga West. Ach, er spielt schon Regionalliga West. Was ist denn er für eine Position? Welche Position spielt er denn hier nochmal? Er ist Achter, ja? Achter. Okay. Benni, wenn du ready bist, let's go. Schön, schön. War so gewollt. Ist okay? Ja. Trotzdem. Von dem muss man mehr sehen, ein bisschen. Guter Ball. Guter Ball. Jetzt macht das gute direkt. Bälle. Ah, super. Ja. Sehr schön, Benni. Ja. Ich sage euch, er spielt sowieso Regionalliga. Nimm den, pack ihn rein in die Regionalliga. Probetraining, wirst du keinen großen Unterschied sehen. Siehst du sofort. Ich sage, der ist stabil körperlich, der läuft viel, der macht gute Pässe. Den kannst du reinwerfen. Ich sage, ich habe doch gerade gesagt, er ist sowieso Regio, habe ich doch gerade gesagt. Aber ich unterstreiche das nochmal. Ich sage nochmal, den kannst du, da siehst du das. Sehr, sehr schön. Ah, sehr gute Athletik, Benni. Ehrlich, sehr, sehr stark. Mit 20 so solche Beine. 20 Jahre alt auch. Athletisch, gute Pässe, stark. So Dings, so athletisch ist schon stark. Danke. Keine Ahnung, warum er da mitmacht. Was ist da genommen, der Bruder? Der lässt so. Memo. Ferro ist nur am Lachen, Digga. Ah, Memo. Momo zu ihm. Memo, von dir erwarte ich was, Bruder. Von der ersten Folge war ich sehr überzeugt von dir gewesen. Auch schön, ne? Abschluss gut, Pässe waren okay. Schön. Ja, der hat eine gute Schusstechnik, ne? Er hat an sich eine geile Technik in allen Belangen. Schön, Memo. Ich bin diesen Durchgang ein bisschen enttäuscht von Memo, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von diesem Durchgang bei Memo. Ich bin ehrlich. Ah, stark. Ein bisschen. Linksfuß. Fand ich jetzt auch nicht so. Alaikum salam, Nils. Ne, das ist recht. Jungs, ihr braucht euch ja nicht entschuldigen, dass ihr kein Zap seid. Alles gut. Fuß. Ist der Rechtsfuß? Mhm. Ich meine, ja, zu durchschnittlich. Ich hab von ihm ein bisschen mehr erwartet, weil er beim letzten Mal sehr stark war. Mit den Linken hat er geschossen. Ja, ja, hat er gut gemacht. Doni, wenn du ready bist. Doni. Auf den bin ich auch gespannt. Der muss abreißen. Oh, okay, weiter. Er muss den Torwart ins Tor schießen. Gut geholt. Ich schwöre, gut geholt noch. Mit links noch gut geholt. Danke für 8, Easy Money Sniper. Danke, mein Bruder. Oder Loser, nochmal. Was hast du wortwörtlich gesagt? Ich rasiere. Du musst den Torwart gesehen. Ja, den hat er echt stark geholt, muss ich sagen. Timmy, danke schön für 2, Brudi. Tor schießen. Boah, ich finde, den zweiten hat er echt gut geholt. Doni, den zweiten hast du echt top geholt. Das war wirklich stark. Oder Loser, nochmal. Was hast du wortwörtlich gesagt? Ich rasiere diesen Durchgang oder? Okay, das. Ja, weiß ich auch, welche Mutter der rasieren will. Das ist für mich kein Rasieren, sorry. Das ist für mich kein Rasieren. Ati, danke schön für den verschenkten Booty. Okay. Bro. Tut mir leid, das ist zu wenig. Ich weiß nicht, ob das so sein Ding ist, dass er es extra macht so. Aber Bruder, so viel wie er redet, ist das definitiv zu wenig. Sage ich euch ganz ehrlich und ihr werdet mir da alle zustimmen. Nicht böse gemeint und no hate, aber ist es einfach so. Also bis jetzt, ne? Also guck mal, der Abdul war auch nicht gut. Ich sehe dich, Toni. Ich weiß, dass du drin bist, Brudi. Ich sehe es, ich weiß es. Ne, er auch nicht, also von der Körperhaltung, aber Abdul war besser als er. Ja, ja. Wir müssen auch auf das Passspiel achten. Ja. Ich finde, es sah bei ihm echt nicht. Aber bei Abdul auch nicht. Nee, nee. Bei beiden nicht. Also vom Ablauf her, auch bei Doni, auch, muss man ehrlich sein, nicht 100%. Amir. Wird ein super Passspiel.
Guck mal, wie guter Ball, Fares. Guter Ball zurück von Fares. Guter Abschluss. 100%. Amir. Young Sinchi, mein Bruder, dankeschön für den verschenkten, für den Sub, sorry. Dankeschön, Bruder. Wird ein super Passspiel. Das geht ein bisschen schärfer, aber der direkt. Guter Ball zurück. Annahme gut. Abschluss gut. Guter Durchgang. Und Fares gibt Props und klatscht auch noch. Ich mag das. Anderen gönnen. Anderen, wo du siehst, andere sind auch stark. Ey, appreciaten. Sagen, ey, stark. Der Junge ist heute on fire, aber das ist cool. Ja. Mag ich. Amir. So, zack. Stark. 1 gegen 1 bei 1 gegen 1. Ja, stark, Amir. Super. Amir und Fares stark. Amir, so Freunde, wir haben jetzt Passspiel mit Abschluss. Ja, ich weiß, ich glaube auch, Fabrice. Ich glaube, Lozan will gar nicht irgendwie gewinnen. Er will wirklich nur polarisieren und so ein bisschen sich zeigen. Wir sehen, müssen zwei Leute rauswählen. Ja, Agit, willst du mal gerne anfangen? Wer dir gefallen hat und welche zwei du... Philipp, dankeschön für den Prime, Bruder. Kuss, dankeschön. Vielleicht rauswählen würdest. Also ich habe eigentlich bei mir drei eigentlich eingeloggt, aber die Runde müssen wir zwei rausnehmen, ne? Aber wie gesagt, bei mir war auf jeden Fall Lozan heißt er. Die Runde war auf jeden Fall ganz schwach. Habe ich auch eingeloggt gehabt, aber Abschluss war gut. Ne? Und bei mir war auch Abdul eingeloggt, aber wie gesagt, er macht seine Buden. Ne? Die drei Namen habe ich aufgeschrieben. Für zwei entscheide ich mich. Das wäre Lozan und... Danke, Chat, ich küsse eure Herzen. Doni, ne? Mhm. Wer hat dir denn besonders gut gefallen? Wen hat er eingeloggt? Die drei Namen habe ich aufgeschrieben. Für zwei entscheide ich mich. Das wäre Lozan und Doni, ne? Mhm. Nee, also ich hätte Lozan genommen und... Lozan und Abdul. Wer hat dir denn besonders gut gefallen? Amir war wieder Maximum sehr, 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 sehr stark, muss man ehrlich sagen. Sehr stark. Also er hebt sich auch komplett ab, ne? Jetzt gerade ist er... Ich finde nicht, er hebt sich komplett ab, aber er macht sich stark. Ich finde, er und Fares sind so oben mit dem Achter von der Regionalliga. Die drei sind so ein bisschen am Kämpfen, wer das Ding geholt. So jetzt gerade. Amir Prime, so wie ich ihn eigentlich... Jan, ich küsse dein Herz, Bruder. ...eigentlich von Folge 1 kenne... Wie er da performt hat, ist heute on point. Gefällt mir richtig gut. Auch ganz andere Körpersprache. Also bin 100%. Adolf, danke für zwei. 100% bei Agit, weil als 24-Jähriger, man hat mehr Erfahrung, man hat mehr PS, mehr Kilometer auf dem Tacho. Man weiß genau, wo die Reise hingehen soll. Deswegen bin ich da auch bei Doni. Und Kandidat 2. Stimmt, wir haben das Alter nicht bedacht, ne? 24 Jahre alt. Ja, leider muss ich auch Lozan da wählen. Ja, also ich bin auch der Meinung, also ich sag, hier bei Lozan war einfach, das war zu wenig gerade. Ich kann mir vorstellen, dass er in einer Halle super spielen kann, weißt du was ich meine, auf kleine Tore, dass er auf jeden Fall ein bisschen da rumfummeln kann und seine Dinger da auch bestimmt machen tut. Bei Doni stimme ich dem Agit auch zu, so Doni, top Statur, groß, weißt du was ich meine. Also ich hätte Doni nochmal weitergelassen und Abdul rausgemacht. Meine Meinung. Doni hätte diese Runde auf jeden Fall noch weiterkommen müssen. Hat das Bild eines Fußballers. Ist aber halt auch ein bisschen mit dem Alter. Wir haben ja auch natürlich jüngere Spieler, die auch viel... Abdul und Lozan raus, ohne Frage. Ihr habt oft mittlerweile schon auch meine Meinung, ne? Ihr habt auch oft schon mittlerweile meine Meinung. Was soll ich sagen? Also... die auch Gas geben und natürlich wollen wir jedem die Chance da auch ein bisschen lassen. Deshalb würde ich jetzt auch sagen, erstmal Lozan und Doni. Also, wie bitte? Ich wollte was sagen. Justin, wir quatschen, Bruder, falls du noch da bist. Ich küsse dein Herz, danke, dass du da warst. Ja, das passt mir auf jeden Fall nicht. Und ich würde gern, wenn es geht. Und Doni. Also, wie bitte? Ich wollte was sagen. Nein, Digga, oder? Er macht das safe extra, Chat. Er macht das safe extra, das kann nicht sein, ja. Bruder, das kann nicht... Er macht das extra. Er macht das safe extra, das kann gar nicht anders sein. Klar. Das passt mir auf jeden Fall nicht. Und ich würde gern, wenn es geht, 1 gegen 1. Selbe Szenario wie auf der letzten Folge. Ich gehe auch kurz nach Hause. Wen willst du denn nach Hause schicken? Meinen Kollegen, die neben mir. Den weil durch Doni. Diese eine Übung
kann man jetzt nicht vieles sagen. Ah, Digga, was soll das denn, Bruder, ja? Ich schwöre, was soll das? Das macht man doch nicht, Bruder, ja? Ich finde das nicht korrekt. Ich meine, jeder Mensch muss selber wissen und denken, was er tut, aber ich finde das nicht korrekt. Ich bin gespannt, wie die Jury jetzt reagiert, aber ich finde das nicht korrekt, wirklich. Normalerweise muss die Jury jetzt mal reagieren. Normalerweise muss die Jury jetzt reagieren. Und mit Roni will ich mich auf gar keinen Fall anlegen. Okay. Ich will das sehen. Ich will es auch sehen. Ich will das sehen. Ich finde das scheiße. Ich finde das blöd. Sag ich euch ehrlich. Ich würde da von in der Jury... Das macht man nicht, Bruder. Das gehört sich nicht. Aber egal. Ja, aber du hast gerade nicht, glaube ich, verstanden, was wir gesagt haben. Ne? Wir schicken euch beide nach Hause, nicht Dings. Ja, deswegen sage ich, wenn es geht, ich würde mit ihm stechen, 1 gegen 1. Auf gar keinen Fall. Nein. Ich schwöre, ich finde es stark. Ich finde es stark von Kevin. Ich finde es ehrlich gut. Nein, weil das wird ja auch gang und gäbe. Dankeschön, Bruder, Dankeschön. Dankeschön. Beim letzten Mal ein 1 gegen 1 bekommen, so als Almosen, jetzt schon wieder. Wenn es nach mir geht, auf gar keinen Fall. Ich finde es richtig gut. Diese Reaktion von der Jury habe ich aber, also erhofft. Ich habe wirklich diese Reaktion von der Jury mir erhofft. Es ging eins? Auf gar keinen Fall. Nein, nein, weil das wird ja auch gang und gäbe. Der hat beim letzten Mal ein 1 gegen 1 bekommen, so als Almosen, jetzt schon wieder. Wenn es nach mir geht, auf gar keinen Fall. Also wenn... Wenn es nach dir geht, aber die drei haben ja auch noch, dürfen ja auch noch entscheiden. Guck mal, Bruder, was soll das? Was soll das, Digga? Egal, ich halte mich raus. Ich habe meine Meinung schon gesagt, ich bin ganz anderer Meinung und ich halte mich da jetzt auch raus, Digga. Aber ich finde, das geht gar nicht, Bruder. Wenn die drei sagen ja, dann... Komm so als... Almosen, jetzt schon wieder. Wenn es nach mir geht, auf gar keinen Fall. Also wenn ja, wenn's nach, warte mal, wenn es nach dir geht, aber die drei haben ja auch noch, dürfen ja auch noch entscheiden. Wenn die drei sagen ja, dann wieso nicht? Mehrzahl. Du bist auch ein Spielerberater und kein Trainer, sonst was. Deswegen. Alter, Eier, Bruder. Also wie er sich da verhält, Bruder, es geht gar nicht. Selbst wenn er das denkt über Kevin, ich finde, das macht man nicht, ja. Bruder, der ist bestimmt 10 Jahre älter als er oder sowas, oder 15 Jahre älter. Das geht nicht, Digga. Also, das ist meine Meinung. Selbst wenn das Show ist und er sich so darstellen möchte, das geht nicht, Chat. Es hat nichts damit zu tun, er scheißt sich nicht ein. Das geht einfach nicht, Bruder. Es gibt einen bestimmten Grad von Respekt, den du einfach an den Tag legen musst. Also beleidigt ihn auch nicht, Chat. Auch nicht beleidigen, um Gottes Willen, wir beleidigen niemanden. Aber ich finde, das geht nicht. Bin ich auch nicht, kein Problem. Ja, wenn die drei Mehrheit sind, wenn die dafür zustimmen, dass ich das machen darf, 3 gegen 1, dann würde ich sagen... Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nein, du hast ja, man muss ja auch so sagen, du bist der eigentlich... Ich finde es krass, wenn jetzt Kevin sagen würde, wenn du hier nochmal ein 1 gegen 1 bekommst, ich bin raus aus der Jury. Stell dir mal vor. Das wäre krass. Der am lautesten gebellt hat, aber du bist auch der mit am wenigsten gezeigt hat. Das muss man auch einfach so ehrlich sagen. Ja, so. Stimmt. Plus eins. Jetzt wäre ich ja in der ersten Runde raus, wenn es so wäre. Ist ja nicht so. Ich bin ja weitergekommen in der ersten Runde. Ja, aber weil in der ersten Runde noch jemand da gewesen ist, der noch schlechter war. Ganz ehrlich, hier haben 3-4 Leute genauso scheiße geschossen wie ich, aber das... Bruder, es geht doch aber... Boah, krasse Folge, ja. Ich muss mich gut zusammenreißen. Boah, Bruder. Eieieiei. Ich muss mich kurz... Boah. Ne, weil jetzt geht es so weit, dass er noch andere mit reinzieht. Er guckt sich nicht mehr nur noch auf sich. Er zieht jetzt auch noch andere von drumherum mit rein. Andere Jungs, die da mitspielen, zieht er mit rein. Ja, aber du hast ja gesagt, ja nicht nur ich rasiere und das Einzige, was du rasiert hast, weiß ich nicht. 100% heißer. Ja, kommt ja noch. So. Gibt's ja deswegen ja noch ein paar weitere Übungen. Ich sage auf gar keinen Fall als zweite Chance. Nochmal zweite Chance und nochmal. Dann kommt nächste Woche wieder einer zweite Chance und sagt einer wieder, ich kam gerade aus dem Flieger, Beine okay, schwer. Ja, Agit, du hast gesagt, auf jeden Fall, du willst das sehen. Aber lass mal kurz ausreden, bitte. Du hast...
crazy. Boah. Gesagt, du willst das sehen, Bruder, weil der Spielerberater gesagt hat, er will es nicht. Stimmt jetzt alle drei denen zu, weißt du? Ich meine, nein. Ja, stopp. Doch, stopp. Bruder, alles gut. Nein, da muss ich widersprechen. Ferro und Agit wollten es als Entertaining-Faktor sehen. Kevin hat Nein gesagt, ich habe mich noch nicht mal dazu geäußert. Ich hätte das sowieso unterbunden, weil ich gesagt hätte Nein. Na, aber Jungs, bitte, trotzdem, egal was ihr für eine Meinung habt, ich habe auch eine Meinung, aber wir dürfen, guck mal, das ist jetzt ganz wichtig, wir lassen uns nicht auf irgendein Niveau herab, lasst uns nicht das Gleiche machen und beleidigen oder sonst irgendwas. Glaubt mir. Okay? Glaubt mir, lasst uns nicht auf so ein Niveau herabgeben und lasst uns besser sein. Besser. Glaubt es mir. Wir beleidigen nicht. Wir haben unsere Meinung. Sagt was. Egal, was ihr denkt, lasst nicht beleidigend werden. Wir sind besser. Weil, das ist nicht böse gemeint, Losan. Ich mag dich vom Typen her. Aber ich sage, guck mal, wenn wir jetzt damit anfangen... Ich mag ihn nicht als Typen, aber okay. Nächste Woche kommt der Nächste so. Übernächste Woche wieder der Nächste. Und dann... Auch gegenüber den anderen jetzt gerade, die auch gespielt haben. Die werden sogar kalt. Benni, guck mich schon an, der friert schon so halb. Ich hätte aber, wenn ich jetzt noch ganz kurz die Entscheidung zu Ende sagen würde, ich hätte Losan auch nach Hause geschickt. Also nicht... Boah, sorry, das kam jetzt böse rüber. Ich hätte... Meine Stimme wäre jetzt gegen Losan gewesen. Ja, nein, nicht böse. Ehrlich, direkt und straight. Also für mich wäre Losan raus und ich hätte Doni aber weitersehen wollen und hätte Abdul... Omega Destroyer, vielen, vielen Dank für den Prime. Dankeschön, Brudi. Rausgeschickt. Also das wären für mich die zwei schwächsten Kandidaten gewesen. Doni Passspiel hat mir auch nicht so gefallen. Das ist nicht, glaube ich, nicht deine absolute Stärke. Also das Klatschen lassen hast du besser gemacht, als wenn du selber deinen Durchgang hattest. Abschluss wie immer top. Hat mir immer wie immer gut gefallen. Aber ich verstehe natürlich die Jurykollegen, die sagen, von einem 24-Jährigen, ähnlich jetzt Fares ist auch so im Alter, der Gewinner kriegt heute ein Probetraining. Da muss man schon, weil Kevin sagt es ja, aus der U19-Bundesliga kommen jedes Jahr Top-Talente raus, die am Ende in Regionalligamannschaften landen und mehr zeigen wollen. Ne? Und der Platz, den du dann haben möchtest, da muss schon mehr kommen. No hätte dir trotzdem noch eine Chance geben, weil du mir besser ja, ich wollte sagen, ob ich gegen den vielleicht mal ein Match machen kann. Also es haben ja schon einige die Chance bekommen und ich weiß, was ich kann vor der Kiste. Ich habe mit links besseren Schuss als manche mit hartem Fuß. Und ich würde gerne noch mal gegen den ins Stechen gehen. Das wäre korrekt auf jeden Fall. Einmal, dann könnt ihr sehen. Ansonsten fahre ich dann nach Hause, wenn es nicht klappt. Wenn es klappt, dann gehe ich weiter. Ganz einfach. Boah, ich sag dir ehrlich, Wallabilla, das ist so ein Levante. Er weiß gar nicht, was er da labert. Bruder, aber was passiert hier gerade, ja? Was wird das hier gerade? Egal, ich behalte jetzt definitiv meine Meinung für mich, weil sonst artet das aus. Einmal, dann könnt ihr sehen, ansonsten fahre ich dann nach Hause, wenn es nicht klappt. Wenn es klappt, dann gehe ich weiter, ganz einfach. Boah, ich sag dir ehrlich, Wallabilla, das ist so ein Levante, er weiß gar nicht, was er da labert. Weiter als ich ist Wallabilla, das Ayub. Richtig alt. Aber es ist eine Fußballshow, keine Talkshow. Alles gut. Wenn ein Berater redet, wir sind alle leise. Alles gut, passt ey, schon. Du sollst. Mach mal Emote-Chat aus. Ich will lesen. Doch, ich will lesen, was der Chat sagt. Ich will lesen, was der Chat sagt. Gar nicht sein. Ja, muss auch bis, ey, muss, darfst du eins vergessen, muss ein bisschen Respekt haben. Ich hab Respekt. Nee, du hast boah, Bruder, was ist das für eine Folge? Aber oh. Kein Respekt. Doch, ich hab Respekt. Weil du sagst gerade, wenn der Berater redet, wir sind alle leise. Alles gut, passt ey, schon. So soll es gar nicht sein. Ja, muss auch bis, ey, muss, darfst du eins vergessen, muss bis. Du merkst jetzt auch langsam, Kevin wird jetzt auch langsam sauer. Den Respekt haben. Ich hab Respekt. Nee, du hast keinen Respekt. Doch, ich hab Respekt. Weil du sagst gerade, wenn der Berater redet, dann müssen alle leise sein. Du musst ja Respekt haben. Wir haben auch Respekt vor euch, du hast keinen Respekt. Ich hab Respekt. Alles gut. Nein, wir gehen raus. Nochmal ganz kurz, final. Letztes Wort, es tut mir wirklich leid, auch für Doni, weil du bist ein guter Fußballer, ein guter Kerl. Du wirst hoffentlich auch bei den Feinste Pro-Spielen eingeladen werden. Das hast du schon mal sicher. Und dann kannst du natürlich auch ganz vielen Leuten da draußen zeigen, dass du auf Großfeld eine Maschine bist. Nimm es nicht zu hart, aber wir mussten. Du wärst einer. Also nein, meine Entscheidung für diese Runde ist Losan ganz klar raus und Abdul raus. Das wäre meine Entscheidung. Doni hätte ich gerne noch mal gesehen. Der hat gute Schüsse gehabt. Auf jeden Fall mehr Potenzial als Abdul und damit beende ich diese Runde. ...gewesen, der viel zu 1000% mehr Chancen verdient hätte als andere in den alten Folgen. Hast du mein Wort, weil du bist ein guter Fußballer
Und ich sehe das auch so, du hast natürlich besser performt als viele anderen, aber ich verstehe auch meine Jurykollegen, die sagen, das Alter spielt trotzdem noch eine gewisse Rolle, es geht ja um Probetraining. Nimm es nicht zu hart, aber deshalb nochmal vielen, vielen Dank, Doni und Losan, ja? Dankeschön. Also Doni raus ist Quatschkoll, finde ich. Ich brauche von niemandem eine Meinung, ob ich gut bin oder nicht. Ich weiß, dass ich gut bin, deswegen. Oder das ist doch aber auch okay, das sollst du doch auch haben. Aber es geht einfach nur um die Art und Weise und um den Respekt zu den Mitmenschen. Und wenn ein Älterer was sagt, dann muss man manchmal einfach schlucken und ruhig sein. Ist einfach so. Wenn er es mit Respekt sagt. So wurde ich hier erzogen in Berlin. Ist einfach so. Man sollte sich nicht klein machen lassen. Nein, aber Respekt ist das Wichtigste. Ich respektiere die Entscheidung. Ich muss weiter arbeiten. Guck dir das... Weltenunterschied, Doni. Ja, was soll ich sagen? Hat anscheinend nicht gelangt. Aber ich freue mich auf das Spiel. Diad hat mir sein Wort gegeben. Da kann ich ein bisschen rasieren. Voll sympathisch, Bruder, ja. Komplettes Gegenteil. Freunde, eine richtig geile Challenge. Jetzt sehen wir hier Flugbälle. Kontakt mit Abschluss ist, glaube ich, richtig geil. Sehen wir heute ein paar Diagonalbälle. Auch den Kontakt mit Abschluss. Ist, glaube ich, wieder viel Unterhaltung. Deshalb viel Spaß mit dieser Challenge. Doni, mach weiter, Bruder. Mach weiter, glaub an dich. Du machst das gut, Habibi, ja? Ich weiß, dass du hier dran bist. Okay, Faris. Bruder, wie soll ich in so einer Folge nicht so oft stoppen? Dabei, Faris. Okay, Touch, okay? Gut, Amir. Okay, einmal mit links, das, auf die andere Seite einmal rüber. Okay, Faris. Gerne. Gut dabei. Super Bälle. Touch, nicht gut. Gut abgelegt, Amir. Sehr schön. Haare, seine Bälle sind super. Ja, guck mal, wie gemein. An der Schnur gezogen. Touchdown. Super Bälle von. Super, super Bälle von Fares. Gut abgelegt, Amir. Also, das ist wirklich. Nein, niemals. Nein, niemals. Bruder. Also. Gut abgelegt, Amir. Sehr schön. Schön. Haare, seine Bälle sind super. Ja, guck mal, wie gemein. An der Schnur gezogen. Touchdown nicht. Gut abgelegt, Amir. Nein. Niemals. Niemals. Sorry. Niemals. Okay, danke. Das war ein Das Problem bei ihm war ja sowas, was du auch schon befürchtet. Vor auch so dieses. Deshalb habe ich gesagt, Bruder, ich hätte ihn niemals vor Doni gelassen. Ich hätte ihn niemals vor Doni gelassen. Niemals. Also auf dem Großfeld. Also ja, nein, niemals. Er ist zu hektisch? Zu hektisch. Das ist doch nicht der Typ, glaube ich, dafür, ja. Aber toll, seine Bälle kommen gut. Der ist gut. Gut. Bälle waren gut. Sehr wow, schön. Oh, stark. Wow. Tag alles nach Tempo auch so, ne? Gut ja, abladen. Schießen kann der. Ich glaube, weil die Jungs auch, die drei, man sieht, dass sie auch in einer ganz höheren Liga spielen. Die beiden, genau, die drei gehören woanders hin. Tansage. Ist so. Ja. Guter Ball. Ist aber auch nicht ordentlich. Ist okay. Oh, schön, Amir. Stark. Sehr schön, Amir. Echt. Amir stark, aber auch. Auch Fahrer ist sehr gut. Amir. Ah, wenn du ready bist. Die kann er auch. Super Bälle. Du Fuchs, ne? Pass hat mir nicht gefallen. Super, oh, Jungs, ey. Boah, die drei machen Spaß. Die können Fußball zocken. Die können Fußball zocken, Chat. Die können Fußball zocken. Zu gucken gerade, ja, ne? Ja, so, der ist gut. Ja. Und Ami kann ablegen. Aber Ami muss auch noch schießen. Ja, Ami muss auch noch schießen. Sehr schön. Ne, die Pässe zurück gefallen mir nicht so, aber trotzdem, die drei machen einen runden Durchgang. Guter Flugball, trotzdem gute Ablage. Also guter Pass, gute Ablage, guter Abschluss. Macht Spaß. Ist okay. Ja, okay. Auf die Flugbälle freue ich mich, Kevin. Ja, ich will die mal endlich live sehen. Schön, Memo. Sauber, also, ja. Links stark. Schön, Memo. Ready? Gerne. Flugbälle sind echt nicht, also von der Technik her trotzdem natürlich nicht gut, aber... Gut, Memo. Also ich muss sagen, Memo hat einen sehr guten Abschluss. Wirklich einen guten, richtig geilen Abschluss. Mit beiden Beinen sogar. Aber seine Annahmen und sowas, die gefallen mir halt nicht so. Memo hat uns auseinandergenommen, ja. Der hat uns mit der Entscheidung ganz, ganz schwer gemacht. Guter Gute Ball. Gute Bälle. Sehr schön. Ja, sauber. Aber der Ball von Memo war gerade krass. Sauber, Amir. Ah, rundum guter Ablauf. Genau, vom Ablauf her Abschluss. Wenn er den jetzt noch reinmacht, schön ins lange Eck. Dann bist du schon... Dann ist überragend. Dabei. Gute Bälle, Memo. Oh!
Mit links, schön, ne? Über den Schlappen. Ja, ne? Wenn er so kommt, kommt er. Und dann noch mit links, ja. Dann noch angedreht. Wenn du den fragst, dann sagt er, wollte ihn genauso machen. Freunde, kurze Werbeunterbrechung. Und die Werbeunterbrechung ist mir extrem wichtig. Es ist meine erste eigene App, die ich rausgebracht habe. Ist komplett Sportquiz von dir in der Linkbeschreibung gerne abchecken. Ich skippe das aber, ja. Kev hat mal am Anfang was gesagt. Agit, Ferro kann jetzt gerne mal seine erste Meinung sagen. Ja, gut. Einer raus oder zwei raus? Ich fang mal direkt bei Abdullah an. Ich wollte mir noch ein paar Runden sehen, wie er jetzt da noch ein bisschen hier, was er noch zeigen kann. Aber leider hat es für mich jetzt nicht mehr gereicht, meiner Meinung nach. Und ja, der zweite, ich würde dann auch. Schwer. Es ist echt, echt schwer, weil. Für mich der zweite ist von dem gesamten Tag leider Memo. Leider Memo. Leider Memo. Die drei Jungs, Amir, Faris, ich glaube, ich habe den anderen Namen vergessen, die drei müssen weiter. Weil alle sind wirklich gut, weil wir. Ja, Kerem, ich weiß. Es ist ja wirklich gerade so. Die Ängste, das engste Ding, ne? Mach mal erstmal hier. Benny. Ich muss mir noch ein bisschen überlegen. Also, mein erster Streichkandidat, leider Abdul. Ja, weil das Niveau jetzt schon echt brutal hoch ist. Und zweiter Streichkandidat, wirklich sehr, sehr schwer gerade, weil normalerweise nach den vorherigen Challenge muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich dann mich für Memo entschieden hätte. Nach den ersten Challenges. Aber was wir jetzt in der Challenge gesehen haben, war schon sehr, sehr stark. Flugbälle waren gut, Torabschluss war sehr gut. So, ich hätte vorher so entschieden, aber nach dem, was du performt hast, muss ich mich leider, auch wenn die Entscheidung sehr, sehr schwer fällt, für Faris entscheiden. Wow. Also siehst du, boah, okay, krass. Bin ich ganz anderer Meinung. Meinungen sind unterschiedlich. Ich fand die Flugbälle, die er gespielt hat, am stärksten, meiner Meinung nach. Und auch vom Ablauf her, das hat echt Spaß gemacht, ihn zuzugucken. Aber es ist unterschiedlich, aber ich verstehe das. Ich würde auf jeden Fall auch Abdul rauswählen, weil da war, der ist halt am meisten von allen abgefallen, also deutlich abgefallen, ohne jetzt gegen dich schießen zu wollen. Aber für mich war das deutlich schwächer als alle anderen. Und dann wird es halt zwischen denen viel weiter. Ich würde Faris da trotzdem noch auf die A1 sehen. Ich würde tatsächlich, auch wenn Memo auch richtig, richtig stark war gerade, aber davor... Ich muss auch sagen, für mich war auch leider Memo am wenigsten. Ich kann das davor nicht außer Acht lassen, würde ich aber da mit Memo gehen. Ich sage, davor war er jetzt nicht so gut, wie er jetzt gerade war. Und die anderen waren dafür auch noch alle sehr, sehr gut. Deshalb würde ich mich für Memo entscheiden, auch wenn er gerade überragend performt hat. Also mein Mann ist Abdul. You are my man, Alter. Das macht... Also wie gesagt, der Junge hat sich bis jetzt sehr, sehr gut durchgeschlagen, aber bis hierhin... Und da merkt man direkt die anderen vier ganz anderes Niveau. Und bei mir auch jetzt ganz, ganz schwer, jetzt eine Person rauszupicken. Weil die Challenge war Memo auch sehr, 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 sehr stark. Hier wäre ein Stechen, ja, finde ich auch. Hier, das war wirklich knapp, aber ich sage auch trotzdem Memo. Und die anderen sowieso. Deswegen, ja, weiß ich ehrlich nicht, also ganz schwer. Also wenn man das Ganze, wie du betrachten würde, wenn man das so sehen würde, hast du recht. Genau. Wenn man die anderen Challenges von Memo sehen würde, würde man sagen, ey, da kann er mit den anderen drei nicht mithalten. Aber die Challenge war ja wirklich sehr, sehr stark. Wir müssen ja, ich muss ja irgendwas mich festmachen, warum ich sage, guck mal, weil die alle vier waren auf einem komplett gleichen Niveau. Also Faris vielleicht von den Flugbällen fand ich sogar noch präziser, aber sonst alle sehr ähnlich und ähnlich auf einem Top-Niveau. So, und dann, ich musste mich an irgendwas festmachen, deshalb habe ich so entschieden, aber ihr entscheidet. Ich würde den Faris eine Chance lassen, so, ich gebe denen eine Chance, so, ich denke auf jeden Fall, der kann da auf jeden Fall noch was rausholen. Bei Memo auf jeden Fall, Memo spielt gut, weißt du, was ich meine, wie du gesagt hast, aber wenn man es jetzt mit der anderen Runde da, wenn man die andere Runde betrachtet, ja, ist so schwer, deswegen würde ich sagen, ich gebe meine Stimme Faris und für Memo würde ich dann sagen, tut mir leid, leider hat es für mich nicht gereicht. Dann würde ich auch sagen, weil ich meine, so, wenn ich das sehen würde, wie du sagst, weil man muss ja das Fußballerische betrachten, weil ich bin ja, komme aus einem ganz anderen Fach und die vier, wie gesagt, waren meiner Meinung nach selbe Niveau und wenn man die anderen Challenges betrachten würde, würde man sagen, ey, dann gehe ich auch mit Memo, weißt du? Gebe ich mir also das Memo und Abdul raus, weißt du? Perfekt. Aber ey, darf ich das sagen, war Bombe, ehrlich.
Stark. Kannst du reden? Erzähl, Bri. Also, ich würde jetzt sagen, kann man jetzt nicht so machen, dass nur einer rausfliegt? Nein. Nein, gerade nicht, jetzt auch nicht. Achso, wir wollen jemanden herausfordern? Du weißt, was ich gerade eben gesagt habe? Ich respektiere dich. Ich weiß, was nein, du meinst. Nein, ich meine nicht, dass das. Weil ich weiß, guck mal, Kevin, sorry, dass ich jetzt dazwischen rede. Aber weißt du, ich hasse aber verlieren. Ich will einfach kommen, gewinnen, kämpfen und dann weitergehen. Ah, ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst. So, alles gut, ich akzeptiere auch, dass ich rausgeflogen bin. Aber man könnte ja machen, so eine Runde weiterzukommen, ist besser als die letzte ja, Runde. Ja, aber bis jetzt, wir haben es nicht gemacht, weißt du, was ich meine, wäre jetzt unfair. Alles gut, ich akzeptiere eure Meinung. Danke ich auf jeden Fall, du warst für mich. Wie Kevin es richtig gesagt hat, wir haben es gerade schon unterbunden, deshalb auch ganz klar hier ein Nein, ohne das Böse zu meinen. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, na, ich höre. Ja, bei Fares und Memo habe ich Schwierigkeiten. Ja, das ist das Problem. Ich will nicht mal meine Stimme einloggen bei Memo. Seid einfach ehrlich zu euch selber. Das kann ich nur abschließend sagen. Seid einfach ehrlich zu euch selber. Einfach realistisch sein. Das war's. Ja, das ist schade um ihn. Du kannst ihn nochmal ein Stechen schicken, wenn du es dir anders überlegst, bei den beiden. Wenn du sagst, du willst Memo haben, dann spielt Fares nochmal gegen Memo um 1 gegen 1. Das wäre interessant. Das wäre wirklich interessant. Das wäre auf eine Ebene. Das wäre auch das nicht. Aber das ist deine Entscheidung. Bei Abdul sind wir uns einig. Ich ne? Dafür bin ich schon wirklich dabei. Weil die wirklich beide. Ey, ich schwöre, ich will den Memo nicht nach Hause schicken, ja, weil der war wirklich. Ja, gut. Beide haben wirklich. Das wäre beide haben alles gezeigt, auch beide hatten ein bisschen Höhen und Tiefen, aber. Perfekt, dann würde ich sagen, machen wir es so. Ich akzeptiere auf jeden Fall, was sie sagt, aber ich könnte jetzt auch einmal mit den Stechen machen, wenn es geht. Ich verstehe es nicht, Bruder. Also ja, Abdul ist sehr sympathisch, finde ich auch, aber es macht doch keinen Sinn. Also es führt doch zu nichts. Es führt doch zu nichts, Chat. Einfach, er kommt von der Ecke. Digga, ja. aber wie gesagt, einfach aus dem Nichts. Guck mal so. Die vier stechen sich komplett von allen anderen ab, weißt du? Du sagst gerade so, wie ich akzeptiere Entscheidung und diese aber lass das weg danach. Ich habe dich jetzt nicht vertraut, Bra. Mein Vertrauen hat jetzt, Bra. Aber du bleibst trotzdem unser Kapitän. So. Okay. Dankeschön dir, Abdul, dass du mitgemacht hast und Fares und gegen Memo, da bin ich nochmal richtig gespannt, was da abgeht gleich. Also, weil ich rausgeflogen bin, ist einfach, ich akzeptiere das einfach nicht. Aber was soll man machen? Jeder muss halt akzeptieren, was er raus ist. Ja, also ich war auf jeden Fall besser als die anderen. Ich habe auch in der ersten Runde 5 Tore gemacht, auch mit ersten Versuch direkt, alles fetch und Punkt. Aber natürlich im dritten Versuch. Wenn die sagen, die anderen sind besser, dann sind die halt besser. Aber natürlich Levandi auf die 1 und ich verlose auf jeden Fall Kapitänsbinde an Diaz Community. Kommentiert auf jeden Fall Levandi auf die 1. Hier, Kapitänsbinde verlosen. Oder so eine schlechte Selbsteinschätzung, geisteskrank, Digga. Daran merke ich, dass er gar nicht richtig Ahnung hat vom Fußball, wenn er sagt, ich habe 5 Tore gemacht. Darauf kommt es doch gar nicht an. Aber egal, ich brauche euch gar nicht sagen, ihr wisst schon, was ich denke und ihr denkt genauso wie ich, ja? Einfach nur Realitätsverlust, safe, Cobra, safe. Oder die sind ja alle viel besser als er, safe. Okay, stechen, Fares gegen Memo. Wenn ihr ready seid, gerne. Ich bin mal gespannt jetzt. Freue ich mich auf das Duell. Geiler Ball. Okay, bisschen zu kurz. Flugball war aber geil, so. Müssen. Oh, schön. Was meine ich, ey? Fußballerisch, glaube ich, der Junge schon andere Liga, ne? Gedrängt hat. Er ist von Linksfuß. Er hat ihm schön die Sahneseite angeholt. Mal gucken, ob er auch jetzt rechts lang geht. Geile Annahme. Ja, super, ne? Touch. Guter Touch. Schon wieder. Komm, mal, macht komm, er wieder, macht er wieder, macht er wieder. Guck mal. Das ist halt die Qualität, die ich dann zeige. Ja, aber ich hatte Angst bei Fares. Also, Fares, ich finde Fares auch besser. Habe ich ja davor schon gesagt. Aber ich würde mir wünschen, dass er auch rechts vorbeigeht. Einmal Position tauschen. Aber ich glaube, wenn... Oh Gott, was für eine geile Annahme. Aber ich glaube... Ich glaube sogar, es ist für einen Verteidiger sehr schwer. Egal, ob du weißt, er ist Linksfuß, dass er links vorbeigeht, trotzdem schwer zu verteidigen, ne? Gerne, Fares. Gute Annahme. Keine Chance. Stark verteidigt. Andere Level. Ich würde das dir sagen, Chat. Morgen, Freaks. Ey, wir können so viel reden und so schießen und dies und das. Am Ende, wenn es drauf ankommt. Das ist halt der Unterschied, ne? Bisschen, ja. Er halt so nicht. Guck mal den Ball an.
So Ballannahme, so alles. Wie aggressiv er hoch verteidigt und dann ist schwer. Ja, gut. Aber er hatte nur die Ausfahrt. Er hat ganz klar Fares. Ganz klar Fares, also ganz klar Fares, muss ich sagen. Habe ich ja davor schon gesagt. Er hatte nur die Ausfahrt. Ja, ja, so, der hat ihm nur die Seite angeboten. Genau. So, Freunde, wir haben jetzt gerade die Duelle gesehen. Agit, willst du? Ich fange an, also wie gesagt, ey, Fares, wirklich geistig. Das ist so, ich habe gerade auch den Diyar gesagt, das ist so wie bei uns. Wenn ich mich bei unserer Sportart, also im Boxen, wenn jemand gegen den Sandsack haut und dann Sparring macht, weißt du, das ist auch den Unterschied. Das hat man leider gesehen, ey, Fares, ehrlich, sehr, sehr stark, sehr, sehr gut. Aber nichtsdestotrotz, Memo auch danke, auch gut und weiter geht's. Stimme ich Agit genauso zu, weißt du, was ich meine? Man hat Fares gesehen, Fares hat top gespielt, Memo auch, hat sein Bestes gegeben, ne? Aber leider hat es hierfür jetzt erstmal nicht ausgereicht. Gibt's gar nichts hinzuzufügen. Ich war eben, hatte meine Stimme Fares, die Runde zu verlassen. Jetzt muss ich leider sagen, hat er, oder für ihn positiv, hat er mich umgestimmt. Ich glaube, Memo, an deinem Blick sieht man auch schon, dass du dir das denken kannst, dass einfach in diesem 1 gegen 1 er das Duell ganz klar gewonnen hat. Und dementsprechend weiter geht's. Also Memo erstmal Props, ne, so weit gekommen. Nicht umsonst Prinz Boateng, sein Lieblingsspieler, ne, muss schon Qualität haben, die hast du. Aber da ist Fares so ein abgezockterer Junge, einfach, muss man sagen. Also du hast jetzt nicht gegen irgendeinen normalen Zocker, weil der Junge ist schon außergewöhnlich der gut. Der Fares war auch gerade am Grinsen, wo wir gesagt haben, ey, 1 gegen 1, also. Er freut sich dann auf diese Aufgabe. Ich glaube, sogar gegen andere hier hättest du ganz sicher besser performen können gerade, aber du bist schon sehr weit gekommen. Das ist ja nicht. Für mich heute in der Jury auch Kevin der Beste, ne? Von seinen Calls, ja? Nicht wenig, jetzt so weit gekommen zu sein, sind viele vor dir ausgeschieden bei dieser Qualität heute. Ja. Props an Memo und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, aber Fares natürlich dann weiter. Stark. Also ich war mit meiner Leistung heute gar nicht zufrieden. Das kann auch daran liegen, dass ich 7-8 Stunden auf dem Weg war, kaum geschlafen, nicht mal eine Minute. Aber egal, jetzt beim Stechen gerade eben hat Fares viel mehr verdient, sage ich offen und ehrlich. Auch bevor wir ins Stechen gegangen sind, hätte ich gesagt, dass er es mehr verdient hat. Also er ist auf jeden Fall ein besserer Kicker als ich heute gewesen. Heute war nicht mein Tag, vielleicht beim nächsten Mal, aber ansonsten hatte ich echt viel Spaß. Nur geile Leute hier, die Jury, geil. Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Und ja. Schöre, er ist der Erste, wo ich wirklich sage, also erstmal GG 100%. Ja man, GG safe, aber er sieht wirklich müde aus, ne? Also ich glaub ihm wirklich, dass er so lange auf dem Weg war und so. Vielleicht bis nächstes Mal. So Freunde, Halbfinale. Wir haben jetzt noch drei Teilnehmer dabei, einmal Benny, Ami und Fares. Die für mich heute auch am meisten abgeliefert haben, haben es jetzt verdient, hier zu stehen. Und jetzt gehen wir in die 1 gegen 1 Duelle. Jeder greift mal gegen jeden ein an und jeder verteidigt mal gegen den anderen. Wird ein geiles Ding, freue ich mich drauf und deshalb viel Spaß im Halbfinale. Nein, Markus, kenne das ich ist das Geilste. Das aber ist ich glaube, das ist seine Dings. Ready? Flugbälle ist schlecht dabei. So schwacher Flugbälle. Ich glaube, das ist ja auch nicht seine Stärke. Aber ich glaube, so das spielt schon gut. Papa. Ah, jetzt wird's. Hopp. Motherfucker. Ich glaube, der ist ja auch nicht seine Stärke. Digga, ich sag euch ehrlich, er hat den perfekten Moment. Er hat den perfekten Moment, wo er den Ball rüberschippt. Und wenn ihr guckt, guck mal. Er weiß, dass sein Bein sehr weit außen ist von dem Verteidiger. Er hebt den Ball extra ein bisschen an, ne? Seht ihr das? Guck mal. Oh, das spielt schon gut. Papa. Motherfucker. Aber passiert, Benni, ey. Halle ist auch ekelhaft. Es sind schon andere vor dir ausgerutscht. 60.000. Der rumläuft. Gut nachgeholt. Gute Kontrolle. Fußballer, Mann. Ja, ist so richtig erschlagen. Jungs! Gut, voll okay, weiter! Gehört dazu! Auch stark, war auch schon voll, aber wie er sich noch kurz durchsetzt. Voll okay, Digga, weiter! Jungs, geiles Duell! Boah, da gibt keiner. Stark! Hey. Wow. Oh, schieß! Stark! Richtig geiles Duell! Richtig geiles Duell, ich feier sowas! Gehört auch dazu! Gute Kontrolle! Er ist so richtig erschlagen. Oh. Aber kann man sogar fast als faul sehen, ja. Jungs! Körperlich auch stark. War auch schon faul, aber wie er sich noch kurz durchsetzt. Jungs, geiles Duell.
Boah, da gibt keiner. Stark. Aber ich hätte mir gewünscht, schieß da. Wow. Oh. Oder jetzt, also schieß jetzt. Oh, stark. Oh, oh nein. Das war aber trotzdem. Benni, Alter. Sehr stark, aber halt nur über links, ne? Aber sehr stark trotzdem. Der hat voll gemeine, Digga. Ich hätte gar keinen Bock, gegen den Mann zu spielen. Der wird mich töten. Bist du so schnell? So, oder? Sprint, wir haben hier Sprinttest, wir machen gleich. Ah, aber jetzt geht's. Mart hat schwer. Er ist halt genau das, was Kev gesagt hat. Ich fand aber die Bewegung trotzdem gut. Eigentlich schon dynamisch. Also ich sehe ihn echt auch so als Achter, der da marschiert und stabil ist und alles, was dazugehört. Zack hat, ne? Komplett schnörkellos. Zack, ja, an Zone. Ja. Ja, der macht jetzt nicht das Tänzchen, was der Fahrer macht. Nein, nein. Das kann er aber auch nicht. Nein, nein, das erwartet man aber von dem nicht jetzt so. Ja, auf jeden Fall. Oh, krasse Pässe, ne? Boah, aber Annahme stark. Geholt, super geholt. Super! Oh, trotzdem stark. Trotzdem stark. Ehrlich, trotzdem stark. Ich finde, der hat Dynamik, der ist schnell, der ist athletisch, der hat einen guten Körper. Der Junge kann was. Der Junge kann was. Aber super, versucht. Sieht natürlich anders aus als sie bei Fares, aber es kommt ist einfach. Für einen 6er, 8er sehe ich ihn komplett. Über Power, über Dynamik. So, das super Fußballer. Attribute. Time to shine, Amir. Regionalliga, da. Ich sag, Armin wird schwer haben jetzt. Mal gucken, egal, ich sag gar nichts. Gegen einen spielst du jetzt. Schöner Touch für die Hand. Oh. Ja. Boah, ja. Bruder, ganz easy, ne? So aber ganz spielerisch vorbei. Stimmt. Aber ganz flüssig, ne? Armin ist heute sehr gut, ne? Er nimmt die Einladung, das Geschenk an, linke Seite, kein Problem. Vorbei. Guter Touch. Oh, der Arme ist wirklich. Ich wusste es. Sehr gut, ne? Ah, jetzt ist er aber ein bisschen abgedreht. Jetzt wird er nicht mehr vorbeikommen. Wenn er jetzt noch vorbeikommt, krass. Ja, das war. Ich sage, er wird jetzt nicht mehr vorbeikommen. Mit Benni kannst du nicht so viele Spielchen machen. Ich sage, er wird jetzt nicht mehr vorbeikommen. Er packt gleich. Bin ich von überzeugt. Außer er packt jetzt einen krassen Trick aus. Zu. Ja, das ist. Aber Arme hat einen guten Fuß. Boah, ist das auch ein geiles Duell. Ja, aber ich wusste es. Benni, kannst du nicht. Ja, ja. Geht nicht. Der blockt schon. Können wir noch eine Runde sehen? Noch eine Runde bitte noch, Benni, wenn du kannst. Aber atme ruhig durch, trink noch mal was und dann. Guter Ball. Boah, easy. Nee, ganz easy, Bruder. Ja. Flüssig reingemacht, ne? Ach, sehr schön. Clean, sehr gute Bewegung. Aber was sagt ihr? Ja, verteidigen auf das Tor ist auch sowieso schwer. Ist voll interessant, ne? Benni ist auch auf, langsam defensiv. Der Arme, 200 Aktionen. Ja, Fares bitte, offensiv. Benni kann sich ausruhen. Reicht. Ja. Okay. Ich sag danach was. Zwei Zaubermäuse gegeneinander. Guter Ball. Geiler Ball. Touch, super. Touch. Mach. Tschüss. Ja. Da hat er keine Stibitzchen gemacht, weil er weiß gar nicht, er hat auch Tempo. Weißt du, ja, da hat er nicht diese Seite. Naja, der Achter hat ja auch Tempo. Der hat sogar wahrscheinlich noch mehr Tempo als Amir. Als Benni. Also, ich sag Benni ist am athletischsten von allen. Nächste Zeit. Einmal Show noch. Ich will wirklich sehen, ob er das auch bei ihm kann. Geh mal rechts. Ich will mal schauen, ob er mal einmal rechts vorbeigehen kann. Zu den Touchern. Boah, ja, Mann, der ist zu viel, zu viel, zu viel. Ja, okay. Ja. Amir, zu viel. Aber ja. Aber ich mag das. Wow, super Bälle von Amir. Gut, Amir! Aber Benni guckt hier, wenn er das dann macht. Sehr schönes Duell. Sehr schön, Amir. Ich sag ehrlich, ich finde Benni, ich weiß nicht warum, Chat. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also alle drei sind sowieso, da kommt nur wenig. Aber ich finde Benni stark. Muss ich ehrlich sagen. Weil der ist sehr athletisch und der ist komplett. Verteidigen, ne? Es ist noch nicht meine endgültige Entscheidung, aber wir warten erstmal ab. Hätte ich nicht bei ihm gedacht. Sehr schön. Der fände ich auch sehr, sehr stark. Ich stell mir halt Benni als Achter auf dem großen Feld komplett an. Also komplett vor, sorry. Ja, ich schwöre, es ist defensiv auch gut. Freunde, wir haben ein sehr, sehr geiles Halbfinale gesehen. Also ich bin echt überrascht über den einen oder anderen, aber bei dem einen oder anderen habe ich nichts anderes erwartet. Amir defensiv extremst überrascht. Bravo, genau das ist mein Call. Also ich finde, ganz ehrlich,
Amir und Fares haben das jetzt in diesem Halbfinale vom Gefühl her besser gemacht, diese Challenge, als Benny, sage ich ehrlich. Sehe ich genauso. Haben sie in diesem Halbfinale besser gemacht. Also Amir und Fares waren besser. Aber ich sehe Benny ein Ticken vor denen auf Großfeld. Aber wenn wir nur nach der Challenge gehen, Amir und Fares. So sehe ich das. Das wäre mein Call. Richtig stark. Hast gezeigt auf jeden Fall, dass du auch gegen die Regionalligaspieler da auch wirklich Paroli bieten kannst. Hat mir richtig gut gefallen. Fares, brauche ich nicht viel zu sagen. Ist der Mann, auf den ich gefühlt immer blind... Aber ihr seht vielleicht was anderes und habt eine andere Meinung. Ist vollkommen okay. ...setzen kann, weil ich weiß, was ich kriege. Das ist immer die Top-Leistung. Für mich bist du wieder rausgestochen. Offensiv wie defensiv stärkster Mann. Was soll ich zu Benny sagen? Ich mag... Es ist halt so eine Bauchentscheidung zwischen Amir und Benny. Und bei mir ist die Bauchentscheidung für Benny. Ich mag das, wie du verteidigen kannst, wie du angreifen kannst. Hab die Vorstellung auch auf Großfeld. Deshalb ist für mich das Finale. Alaikum salam, Cenk. Dia, ich küsse dein Herz. Alle Fares und einmal Benny. Auch wenn Amir für mich unglaublich stark war und heute auch gezeigt hat, was in ihm steckt. Aber ich muss halt so. Das war zwischen euch was eine Gefühlsentscheidung und mein Gefühl geht für Benny. Also bei mir ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark. Also ich habe dich schon. Also von Challenge 1 bis jetzt, ich habe dich maximal unterschätzt. Ne? Also das war ihm wirklich so. Er spielt schon wirklich auf einem ganz anderen Niveau. Fußball, er kann tricksen, er hat auch ein gutes Auge. Wie gesagt, bei mir auch die Entscheidung ist so schwer. Der Amir verteidigt auch sehr, sehr gut. Und ich gebe meine Chance auf jeden Fall Amir. Also, sehr, ey Jungs, ne? Nicht falsch verstehen, Benni auch. Ne? Das war ein wirklich Kopf-an-Kopf-Duell. Ne? Also, wir reden hier so 2%. Ich sage, also mein Lock ist auf jeden Fall, also was heißt nicht, dass Amir rausgeht, Amir bleibt, ich meine also, dass Benni rausgeht, sondern genau. Wie gesagt, ne? Faris hat top gespielt, Amir auch. Gut gespielt, Benny auch 100% dahinter gewesen. Kondition war da auf jeden Fall, Power. Mehr sorry, Bruder, auch von mir sorry, Habibi. War da, weißt du, was ich meine? Es sind die Zweikämpfe sehr gut reingegangen. Stimme ich den Agit auch zu, ich werde meine Stimme dem Benny geben. Hat, Faris und Amir haben mir jetzt in der Runde besser gefallen. Und die dementsprechend. Das ist auch mein Call, dass die beiden waren, Faris und Amir waren in dieser Runde safe besser. Aber ich sehe Benny auf Großfeld vor den beiden. Aber auch nur wenig. Aber trotzdem sehe ich die beiden besser. Meine Meinung. Entsprechend fällt meine Entscheidung auch. Ich glaube, auf großem Feld draußen hat seine Gründe. Ben, warum du in der Regionalliga spielst, bringt sehr, sehr viel dafür mit. Keine Frage. Ich kann das mit meinem Herzen nicht vereinbaren. Ushia, danke schön für den Prime, Bruder. Dass ich dann jetzt Amir nach Hause schicken würde, weil er hat jede Challenge performt, hat Gas gegeben und jetzt gerade auch in der letzten Challenge. Hat mich sehr überrascht, auch im Defensivverhalten. Na, offensiv hat er sich sehr, sehr gut behauptet. Ist, glaube ich, in 2 von 3 Aktionen zum Abschluss gekommen, hat getroffen. Also ich finde, Kevin macht das heute in der Jury echt gut, muss ich ehrlich sagen. Hat auch defensiv gut verteidigt, deswegen mein Finale ist Amir gegen Fares. Dann haben wir, ja, wurde ich überstimmt, ist ja auch mal schön. Haben wir aber trotzdem auch ein geiles Finale und auch einen überragenden Regionalliga-Fußballer. Und jeder hat gesehen, warum er Regionalliga spielen kann. Oder ist bestimmt auch ein Großteil, ist ja bestimmt Maschine. Ist auch, hat er auch hier gezeigt. Aber ich gehe nur nach der Leistung heute hier. 100%. Ich gehe nach der Leistung nur heute hier. Wie viele Spiele hast du gespielt diese Saison? Also ja, so ich glaube 10, 11 Einsätze, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. War 4, 5 Wochen raus, deswegen am Anfang alle Spiele verpasst. Also ich sag klar, Regionalliga West ist schon was Gutes. Ich denke, jetzt die Rückrunde muss man einfach Vollgas geben und dann kann noch mehr kommen. Genau. Regionalliga West ist Profifußball. Ganz kurz festhalten, Regionalliga West ist mittlerweile Profifußball und der Junge ist Profifußballer. Mhm. Der ist schon, man merkt auch, Qualität ist schon, ich wette, der ist auf dem großen Feld bestimmt richtig krass. Ja, man muss sagen, die Jungs haben das super gemacht, sind echt Zocker. Die sympathisch. Gut gesagt, Digga, ich sehe es genauso. Ich sage, Digga, der ist athletisch und so, der bringt alles mit auf dem großen Feld. Ja, stark. Gib noch Props. Super starke Worte. Killer. Danke, Benny. Ja, war gut, dass ich dabei sein durfte. Hat mich echt gefreut. Haben jetzt morgen Vorbereitung. Gute Arbeit gemacht, Benny. War stark. Guter Mann. Hat wirklich auch sehr sympathisch. Cool. Wirklich. Start noch mal ein bisschen am Ball sein. War ganz gut. Muss sagen, bin leider schon unzufrieden mit mir selbst. Also nein, du hast es gut gemacht, ich schwöre. Von Challenge 1 bis zum Ende, sage ich, weiß ich, dass ich auf jeden Fall mehr kann.
Man muss sagen, die Jungs haben das jetzt super gemacht. Muss ich auch zustimmen, dass die Jury so gewählt hat, auf jeden Fall. Aber ja, war cool, wieder dabei zu sein und ja, mal schauen, was in der Zukunft kommt. Weiter Vollgas geben und ja. Geil, mag ich, cool, sehr, sehr geil. Sehr sympathisch. So, Freunde, heute fürs Finale, das hat mir schon ein... Isa, ja. Ein, zwei Mal die Block-Challenge, da sehen wir Offensive und Defensive. Ah, Bruder, nicht diese Challenge als letztes. Nicht diese Challenge als letztes. Ich mag diese Challenge zum Finale gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ich schwöre, ich mag die Challenge nicht als letztes. Da sieht man gar nichts. Dynamische, schnelle Bewegung und viele Abschlüsse aufs Tor. Deshalb viel Spaß im Finale. Finale muss 1 gegen 1 sein. Ja, safe. Finale, Armee gegen Faris. Ihr könnt gerne starten. Yes. Boah, schade. Hätte ich ihm gegönnt. Aber Faris blockt ihn gut, ne? Ja. Jawohl. Boah, jetzt wird's schwer. Der Faris ist so... Ja, ging! Kein Tor. Jetzt. Ja, okay. Hättest du doch mitgenommen. Aber gute Bewegung. Erfahr ist doch gut hinterhergekommen, ne? Ja. Digga, die zeigt halt wirklich fast gar nichts, aber egal. Der hat so kleine flinke Schritte, immer nicht wirklich jetzt und keiner Möppel checkt. Der ist nicht so schnell, aber der ist nicht so schnell. Ja, ja. Der ist flink. Are you ready? Ja, dann gerne starten. Stark, 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 stark. Boah, der Fall ist gefällt mir. Ganz abgewichst, ganz abgewichst. Weiter an mir, komm, Junge! Da kannst du 1 gegen 1 gehen, genau. Geh ins Dribbling. Oder ey. Jeder noch einen Durchgang? Sorry, Alter, Alter. Das war klar, Alter. Du bist gut, Alter, muss man eigentlich sagen. Verdammt ja. Gut, Mann. Alter. Weißt du, was das krass ist? Ferdus, ich mache in jedem Satz, er lacht, ja. Er lacht die ganze Zeit in jedem Satz. Bester Mann. Danke, Allah. Aber weißt du, was das krasse war auch? Du hast Faris. Richtig geiler Typ, Digga. Ne? Er hat sich kurz einmal abgehoben, das Arm hier stehen geblieben ist, sagt, da kommt er sich so. Er hat es einfach weg, also weißt du, was ich meine? Ja. Nimm den weiter. Ja, oh, nimm steigen, mit Pike. Kau, du bist im Weg. Da hat er schon aufgepasst. Aber gute Bewegung, jetzt Chip. Weißt du, was ich bei Arme gemerkt habe? Wenn der Arme unter Druck kommt, ne? Der lässt schneller. Ich sag euch meine Meinung. Die Konzentration lässt auch viel nach, weißt du? Er weiß, der ballert dann einfach nur drauf, weißt du? Mhm. Gerne, wenn ihr ready seid, Faris, kannst du starten. Oh, der hat viel einen Knick gegönnt. Ja. Da war heute auch. Jo. Ja, der Schuss, ne, war wild. Jo. Easy. Alles klar. Hallo zusammen, das geht an alle Sportbegeisterten da draußen. Mit einem festen Datum. Cool ist ja auch bei. Ideal und sollte in keinem Schrank zu Hause fehlen. So, Freunde, sehr schönes Finale auf jeden Fall. Am Ende des Tages kann es nur einen geben. Also das Coole ist ja auch, beide sind aktuell vereinslos. Beide suchen noch und. Also, meine Entscheidung ist: guck mal, ich habe mit Armin auch ein bisschen geschrieben. Er ist ein sehr sympathischer Mensch. Und ich hoffe, er wird seinen Weg gehen. Aber wir müssen auch ehrlich sein. Ne? Ihr wollt ja immer meine ehrliche Meinung haben. Und es geht nicht danach nach Sympathiepunkten. Ich fand, beide haben das wirklich gut gemacht. Beide haben das gut gemacht. Armi ist auch nicht umsonst bis ins Finale gekommen. Aber wir müssen ehrlich sein, Chat. Faris hat es verdient, dieses Probetraining zu bekommen. Er hat es auch besser gemacht. Muss man einfach so sagen. Ja, da stehe ich auch zu. Einer von den beiden kriegt jetzt die Möglichkeit. Müssen wir auch so fair sagen. Oder? Memo, danke schön für dein Prime, Bruder. Aber eigentlich haben es auch beide verdient. Im Januar? Mit einem festen Datum? Aber mich würde sehr, sehr, sehr interessieren, wie zum Beispiel ein Faris auf Großfeld performt.
schon unter Beweis zu stellen. Das heißt, in wenigen Wochen ist er schon beim Probetraining dabei. Einer von euch beiden, die Entscheidung müssen wir jetzt treffen. Also von den Challenges her insgesamt, muss man ja sagen, haben beide sehr, auf sehr hohem Level performt. So mit der Geschichte von dem ganzen Format von Find the Pro seit Tag 1, muss man ja sagen, Amir ist seit der ersten Folge dabei, hatte auch schon die Chance, bei einem Profiverein sich zu beweisen, hat sein Probetraining gehabt. Aufgrund dieser ganzen Parameter und das, was heute abgeliefert worden ist, bin ich bei Fares. Ja, Top-Spieler, zwei Top-Spieler, super sympathische Jungs auch, weißt du, was ich meine, menschlich auch korrekt, aber wir gehen ja hier nach Leistung. Und Faris Top-Leistung gezeigt. Der, ja, wir heben es in ein, zwei Tagen wieder auf, ist kein Problem. Amit auch. Trotzdem hat mir der Faris ein bisschen mehr Power gefühlt dagelassen und hat sich, wie auch Kevin sagt, die Ecken schön ausgesucht. Und ja, dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, für diese Runde, würde ich auch Faris geben. Also ich sag ehrlich so, von dem ganzen Find the Pro-Folge, war Fares besser gewesen, ja. Tut mir leid, Memo, aber trotzdem wirklich super. Ja, haben wir auch Find the Pro-Gesicht seit Tag 1. Heute steht er wieder hier, ein halbes Jahr später. Super gemacht. Aber wie die anderen beiden Jungs auch gesagt haben, müssen wir trotzdem immer nach Leistung gehen. Und Fares hat am Anfang so ein paar Schwierigkeiten, kam hinten raus aber immer besser raus und hat, glaube ich, ja auch für Überraschungen gesorgt. Ich wusste immer, was du kannst. Aber die anderen Jury-Kollegen mussten das erstmal sehen. Amir hat es super gemacht, hat es heute gezeigt, was auch in dir steckt. Aber ich muss fair und ehrlich sein und fair und ehrlich ist einfach... Was hat Pedro? Hat er gesagt, tut mir leid, Memo? Was hast du? Super. Ja. Ausgesucht und ja, dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, für diese Runde, würde ich auch Faris geben. Tut mir leid, Memo, aber trotzdem... Zwei Stunden in der Jury und weiß nicht mal am Ende, dass er Amir ist. Aber ich schwöre, sympathisch. Richtig geiler Typ. Guck mal, den Zettel. Ferro, geiler Typ da. Ich küsse doch dein Herz, Ferro. Bruder, geil. Wirklich super. Ja. Einfach Memo, Dicker. Haben wir auch Find the Pro-Gesicht seit Tag 1. Heute steht er wieder hier, ein halbes Jahr später. Super gemacht. Aber wie die anderen beiden Jungs auch gesagt haben, müssen wir trotzdem immer nach Leistung gehen. Und Fares hat am Anfang so ein paar Schwierigkeiten, kam hinten raus aber immer besser raus und hat, glaube ich, ja auch für Überraschungen gesorgt. Ich wusste immer, was du kannst. Aber die anderen Jury-Kollegen mussten das erstmal sehen. Amir hat es super gemacht, hat es heute gezeigt, was auch in dir steckt. Aber ich muss und ehrlich sein. Und fair und ehrlich ist einfach Fares, dass er am Ende des Tages der Gewinner hier ist. Also ich kann auch nicht viel hinzufügen, ne? Also ich hatte dich erst mal sehr, sehr krass unterschätzt, Fares. Ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass du so auf so einem Niveau kicken kannst. Und bei der letzten Challenge hat man einfach nur gesehen, dass du wirklich explosiv bist, dass deine Fitness halt quasi nicht stimmt, aber du trotzdem Maximum spielen kannst. Und Mann, Fares ist einfach so ein geiler Spieler, der einfach ein Linksfuß ist, der diese Wackler macht, der geilen Abschluss hat, eine geile Schusstechnik. Der ist einfach ein Baller. Amir auch. Und der, jetzt habe ich auch schon den Namen vergessen, der Achter ist einfach athletisch, läuft viel, guten Körper, Benny, sorry. Ja, aber Fares war derjenige heute, der in dieser Folge wirklich am besten performt hat. Haben wir auch sehr, sehr gut gemacht, aber nichtsdestotrotz, mein Call ist, heute bewerten wir, wie gesagt, die Leistung und da war er in der Challenge. Und wir bewerten dann nur das, was wir in der Halle hier sehen. Aleikum salam, Devran. Ja, besser auf jeden Fall. Darf ich noch was sagen? Also, danke für die Entscheidung. Ich fühle mich auch geehrt. Ich respektiere natürlich eure Entscheidung, aber ich denke, Amir, mein Bruder, er war sehr gut. Also die anderen Jungs natürlich auch, aber im Endeffekt wird dann, glaube ich, leistungsbezogen dann entschieden, wer gewonnen hat. Aber ich denke, Amir hat genauso verdient, wie ich, ein Probetraining zu bekommen, weil mein Bruder ist auch vereinslos. Und ich glaube, wir haben es beide schwer. Wir wissen, wie das ist, vereinslos zu sein, ohne Training, ohne Mannschaftsteam. Und ich glaube,
wie gesagt, es war wie letztes Mal, aber es ist einfach so, wir haben es beide verdient, wir waren beide top. Und ich denke, vielleicht ist das möglich, dass beide ein Training bekommen. Ich habe mal eine Frage, welche Liga hast du gespielt, bevor du Vereinslos warst? Oberliga, hier in Westfalen. Und du? Stark, Oberliga ist auch nicht, ist, Digga, Oberliga auch nicht ohne, ich schwöre. Du, Amir? Das Höchste, was ich gespielt habe, war im Training und in Testspielen von zweiter Bundesliga. In Vergangenheit, Jugend komplett Borussia Mönchengladbach, NLZ. Ja, zuletzt habe ich Oberliga gespielt. Das ist eigentlich, also wie gesagt, also das muss die halt entscheiden, glaube ich, wer, ja, wie was. Beide haben Qualität. Es geht ja für das Probetraining im Januar. Da ist das Problem, da haben wir nur einen Trainingsplatz frei. Das heißt, in dem Fall ist das dann für Fares. Aber mit Armin bin ich sowieso im Austausch. Ne? Die Spanien-Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Beziehungsweise auch noch andere Türen werden sich für dich öffnen. Ne? Beide, glaube ich, auch bei der Ballers League dabei, oder? Da sehen wir uns sowieso ständig. Und da wird sich auch mit Sicherheit eh sowieso noch was für Armin ergeben. Da bin ich mir sicher, weil er die Qualität hat. Ich glaube sowieso, du bist eh mit einigen Vereinen schon im Gespräch, unabhängig von dem Format. Und wer es heute auch noch gesehen hat, wird sich mit Sicherheit noch bei dir melden, dich einladen, dass sie gesehen haben. 20 Jahre, 21 bist du? 21. 21. Armin ist auch erst 21. Ey, die sind alle echt noch sehr jung, ne? Und noch vereinslos, also aus dir kann man noch viel machen. Ich glaube, da... Alaikum salam, Mil. Bleiben wir sowieso in Kontakt, aber es geht ja für den Januar und da ist es wirklich so, dass wir nichts machen können, dass nur ein Platz frei ist und der ist dann halt für Fares. Und das hat der völlig verdient, der Junge. Mir hat das einfach Spaß gemacht hier mit den Jungs, auch die da draußen. Alle super Kicker, jeder Einzelne. Aber der Fares hat sich das heute komplett verdient. Bin ich voll bei euch. Im letzten Challenge nochmal deutlich Ticken besser als ich. Was ich ihn auch total gönne. Das ist ein super Kerl. Stark, Amir. Amir, schöne, Gentleman. Schöne Worte, Mann. Amir, immer Gentleman. Immer Gentleman, immer, wirklich. Immer Respekt, immer höflich, immer, ja, auch ich mag realistisch. Punkt. Also ich muss sagen, in dieser Folge, mich hat am meisten überracht, Kevin Reuter. 101. Sag ich euch ehrlich. Stark, Amir. Jetzt wirklich. Ist der Moment noch gekommen mit Kevin. Amir sowieso. Kevin, ne? Ist ja nicht nur, dass du Probetraining hast, sondern du musst bei uns im Bad... Ja, trag ein deine Daten... Du musst bei uns den Beratervertrag unterschreiben. Ja, eins für dich, eins für mich. Also du weißt, ne, es gab Leute, die haben so Sachen unterschrieben, haben die ihre Seele verkauft. Stell dir mal vor, er würde jetzt sagen, ja, ich will eigentlich gar nicht. Ja, ich verkaufe gerne, wenn ich Probleme habe. Das ist eine Generalvollmacht, also alles, was du verdienst, gehört dann ab dem Tag mehr. Ach so, mein Vater ist auch noch da. Ja, kein Problem. Nein, einfach hier. Das. Digga, ich schwöre, es gab Höhen und Tiefen in der Folge, aber im Endeffekt hat es trotzdem Bock gemacht, ne? Ich wollte noch mal kurz was erwähnen. Nee, loser nicht, nee, oder? Ich wollte mich aufrichtig entschuldigen für mein Fehlverhalten. Ich habe aus der Wut herausgesprochen. Ich wollte auch unbedingt die korrekt, Gelegenheit bekommen, mal bei einer Profimannschaft mitzutrainieren. Cool. Das war auf jeden Fall von mir respektlos und ich wollte mich bei euch allen erstmal entschuldigen. Ja. Tut mir leid nochmal, ne? Respekt, Respekt. Stark. Respekt, oder? Ich liebe euch alle, wisst ihr. Also war. Soll ich euch was sagen? Darf ich euch ehrlich was sagen? Wollt ihr meine Meinung wissen, Chat? Wollt ihr meine ehrliche Meinung wissen? Meine Meinung dazu ist, wer das einmal macht und sich dann entschuldigt, okay, respektiere ich. Nehme ich an. Ist in Ordnung. Aber wenn du es nochmal machst und dich so daneben benimmst, kaufe ich ihm nicht ab. Kaufe ich ihm nicht ab. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist aber nur meine Meinung. Kaufe ich ihm nicht ab. Vielleicht noch so ein versöhnliches Happy End mit Kevin und Losan. Letztens hatte ich noch Alijan attackiert. Ja, heute mit dem blauen Auge in München. Ich weiß gar nicht, warum sie immer auf dich gehen. Keine Ahnung. Ja, ja, aber ist so kein Problem. Der hält auch kein Blatt vor dem Mund. So richtig so. Er macht's richtig. Aber wenn man dann auch den Mumm hat und sich hinstellt und sagt, ey, tut mir leid, ich habe überreagiert, war ein bisschen zu viel, ich bin übers Ziel hinausgefahren, dann Respekt, dann nimmt man die Entschuldigung an und alles gut. Ja, damit ist das Thema auch erledigt. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass auch nicht selbstverständlich, dass ich hier sein darf. Auch danke erstmal an dir und an alle hier, dass ich hier sein darf. Und ich weiß das zu schätzen und ich hoffe, dass ich wahrscheinlich auch weiteren Folgen mit dabei sein kann. Cool, ja. Und genau deshalb hat er sich entschuldigt.
muss man so ehrlich sagen. Das denkt ihr ja auch alle, glaube ich, oder? So, hi. Korrekt. Ciao. Loser. Ich hoffe, euch hat an dieser Stelle das Video gefallen. Jury-Kollegen sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Gerne ein Abo dalassen. Für Fares noch eine kleine Überraschung, ne? Weil du hast ja jetzt auch gerade was unterschrieben. Dir hat ja auch gesagt, es gibt was Garantiertes. Ne? Du bekommst die Chance bei einem Club mit einem garantierten Datum. Lass mich raten, Berliner AK. Training einzugehen und dich zu präsentieren. Und dann weißt du natürlich auch. Also Agit hat ja auch schon eben gesagt, dass auch noch athletisch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Und das müssen wir halt rauskitzeln, deswegen, ne, also das ist kein Angebot, das ist eine Sache, die du auf jeden Fall machen musst, weil das eine Chance ist für dich. Ja, ich erwarte dich bei Kader, bei KM1 Training, tagtäglich ackern, Gas geben, damit die Chance sich von deiner Seite erhöht. Ne? Du musst die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du auch in diesem Training performst, dass sie dich annehmen werden, diesen Vertrag zu unterzeichnen. Und da bringt das mit, sehr, sehr hart zu arbeiten, zweimal täglich, da erwarten wir dich in Köln, auf dem Platz, im Gym. Du musst Vollgas geben. Ich werde okay? auf jeden Fall da sein. Ja. Ich komme extra aus Lübeck dahin, kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Ja, da machen klar. wir. So, das ist deine Chance. Dankeschön. Sehr schön. Dank. Okay, Leute. Das war's mit der Reaction von mir, von meiner Seite. Ich werde heute auch nicht länger machen. Ich habe jetzt noch was zu tun. Ich habe jetzt noch was zu klären, was zu erledigen. Weil ich werde morgen leider nicht nach München fahren. Das Spiel von der U19 von BAK gegen FC Bayern München wurde abgesagt aus Gründen. Ich kann diese Gründe leider nicht, oder ich weiß nicht, ob ich es sagen darf oder nicht, aber ich sage es einfach mal lieber nicht. Werden wir aber nachholen, aber ich versuche, morgen ganz spontan ein neues Storytime-Video zu drehen. Mit jemandem. Ich will wieder mehr Storytimes machen. Genau. Mir hat diese Reaction sehr, sehr, sehr Spaß gemacht. Ich schwöre es euch, ich liebe es mit euch zu, Nein, Adit. Achso, doch, ja. Ich liebe es, mit euch zu argumentieren, eure Meinung zu hören, meine Meinung abzugeben. Es hat sehr, sehr, sehr Spaß gemacht, wirklich. Ich danke euch, alle, die hier ein Follow dagelassen haben, alle, die ab und zu mal bei mir reinschauen oder oft bei mir reinschauen oder sehr wenig, egal. Ich danke euch sehr, sehr, sehr für diesen geilen Stream, für diesen Support, egal von welcher Seite. Kuss, Leute. Liebe geht raus. Passt auf euch auf. Kommt gut ins Wochenende rein. Pipo, ich küsse dein Herz. Und wir sehen uns dann, wahrscheinlich morgen Abend ganz normal zum Stream. Fußballmanager, ich will von der dritten Liga aufsteigen bis in die erste Liga. Ist geplant. Bisschen Reaction. Machen wir so. Leute, Jungs, vielen, vielen Dank. Kuss, Liebe geht raus. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir hören uns, wir sehen uns. Und passt auf euch auf, Leute, ja?